Müsst ihr euch mal bitte realistisch vor Augen führen. Und jetzt die Frage, warum funktioniert das nicht? Wir sind schon 20 Jahre an der Regierung, in München gibt es immer noch Wohnungsnot. Ganz einfach deswegen, das sind die Schattenseiten dieser prosperierenden Stadt. Wir haben das Problem des Zuzugs. Ich habe das letzte Mal ja schon gesagt, dass zum Zuzug noch drei weitere Kriterien kommen, nämlich, dass mittlerweile die großen Kapitalinhaber ihr Geld nicht mehr in irgendwelche Aktien anlegen, sondern auf dem Immobilienmarkt gehen, wo sie nämlich Rendite sich versprechen. Und dass diese Rendite, die bekommen sie natürlich in München und ich habe gesagt, nicht irgendwo in Athen. Und deswegen drängen... Entschuldigung, wenn ich 26 Milliarden für einen Wohnungsbau einsetze, dann kann ich alle anderen Investitionen einstampfen. Kennst du den städtischen Haushalt, lieber Ben? Wie groß der ist? Vielleicht sage ich dir mal die Zahl. Der liegt bei 5 Milliarden. Und wir sprechen hier über 25 Milliarden. Von diesen 5 Milliarden bedienen wir 1 Milliarde den Sozialbereich, 1 weitere Milliarde den Schulbereich und so geht es peu à peu runter. Also das möge man sich doch bitte mal vor Augen führen, bevor wir Visionen aufstellen, die vollkommen utopisch sind. Das klingt alles wunderbar und wunderschön und all sie freuen sich, aber wenn es dann um die Konkretion, um die Finanzierung geht, dann, liebe Freunde, beißt's aus. Frau Nallinger, auch Sie waren ja die letzte Zeit im Stadtrat. Also, der Nikolaus hat es ja vorher eigentlich schon gesagt. Es geht doch eigentlich darum, wenn wir mal schauen, wie heute die Wohnungen gebaut werden, die GEWOFAG und die GWG kriegen von der Stadt 0 Euro. Die GEWOFAG schreibt Gewinn, die GEWOFAG investiert. Natürlich schreibt die GEWOFAG Gewinn. Entschuldigung, das stimmt nicht. Die GEWOFAG kriegt von der Stadt die bayerischen... ...90 Millionen, das sind nämlich die nicht verzinsten Eigenkapitalgrößen. Das sind 190 Millionen zur Sanierung und zum Bau von Wohnungen, aber nicht 25 Milliarden. Bitte begreift es mal. Okay. So also viel gibt es nicht. Die Frau Nallinger ist aber dran. Ja, die vielleicht. Frau Nallinger ist dran. Also die GEWOFAG hat letztes Jahr 600 Wohnungen gebaut. Sie würde gerne in Zukunft auch welche bauen. Ich finde es einen Skandal, dass wir im Stadtrat einen Beschluss haben, dass die Wohnungsbaugesellschaften das Ziel haben, 200 Wohnungen zu bauen. Also wir hinken als Politik schon wieder den Realitäten hintenher. Die Wohnungsbaugesellschaften könnten viel mehr bauen, wir könnten viel ehrgeizigere Ziele stecken und mit Verlaub, HEP, das stimmt einfach nicht, sie kriegen das Geld zur energetischen Sanierung, ich rede von Neubau. Die GEWOFAG kann zu sehr guten Konditionen Geld aufnehmen, einfach weil sie diesen Wohnungsbestand von insgesamt schon 63.000 Wohnungen haben. Und das führt dazu, dass sie eben mithalten können auf dem Wohnungsmarkt. Wie Nikola schon richtig sagte, das kann man doch niemand erklären, dass alle Immobilien, alle Investoren sich hier in München eine goldene Nase verdienen und die Stadt soll zu dumm sein, zu doof sein, das selber zu machen. Das musst du uns hier erklären. Okay. Ja, Herr Hönning, gibt es dazu was? Gibt es eine dritte Bilanz der GEWOFAG? Nein, das Problem, dass wir das hier vermutlich das nicht so ganz lösen können. Kurz dazu, weil ich habe hier noch andere Fragen zum Thema Wohnen, die ich auch gerne berücksichtigen würde. David oder zu? Weil es waren ja zwei Fragen, die er gestellt hat. Und können wir die Krippen trotzdem kurz zurückstellen? Kommen wir gleich. Ich wollte gerne überleiten, weil ich glaube, hier ist schon vieles gesagt und da möchte ich keine Zeit verbrennen, indem ich mich da einklinke. Außer mit dem Einsatz, dass ich schon glaube... Andere Fragen zum Thema Wohnen. Okay. Lassen Sie mich eins noch anfügen. Es gibt ja neben diesem Diskurs, der sehr lebhaft war, den ich auch... Das geht im kleinteiligen Rahmen und Sie haben nicht Wartelisten wie öffentliche Krippen, die eigentlich mehr so Verwahrungsanstalten, ist meine Erfahrung, sind, sondern das Kleine ist einfach um einiges besser, um einiges effizienter, um einiges schlagkräftiger und auch um einiges billiger. Also von daher denke ich, dass man da zwei Fliegen mit einer Klappe oft schlägt. Ja.
Okay. Sie sind vorhin schon mal ein, darf der Herr Monatzeder, aber einen Satz. Einen Satz. Alle noch einen Satz, wenn Sie den brauchen. Ja. Ich kann nur sagen, das Heuschreckenkapital einer Patrizier haben wir schlicht und einfach in der Stadt nicht. Und da, das war der Satz. Ja. Gut. Nächster Satz oder verzichten Sie drauf? Gut. Ich habe noch. Oh, wunderbar, wunderbar. Jetzt gibt's interne Diskussionen. Gut, es lässt sich auch nachher sicher noch fortsetzen. Ich habe hier noch zwei konkrete Fragen. Und zwar, welche konkreten Möglichkeiten seht ihr, um den Verkauf der GWB-Wohnungen an Privatinvestoren zu verhindern? Jetzt der Herr Hönning. Gut, wir sind da natürlich angewiesen auf das Goodwill auch der Bayerischen Staatsregierung und des Finanzministeriums. Also Druck ausüben auch auf die Abgeordneten vor Ort. Also die CSU kann sich da nicht seitwärts in die Büsche schlagen, dass sie sagt, das ist die Entscheidung der Staatsregierung bzw. von Herrn Söder. Da müssen wirklich auch die Abgeordneten hier in den Vierteln, die muss man sich packen, die muss man sich greifen und ihnen sagen, was ihre Verantwortung ist. Gut. Kurz auch? Wir müssen Druck machen, soweit wir das von Stadtseite kennen, dass die Wohnungen gebunden werden. Das heißt, das Zauberwort heißt hier Konzeptausschreibung. Wir müssen darauf drängen, dass die Staatsregierung die Wohnungen nicht einfach blind ausschreibt, sondern dass Bindungen sind, Mietpreisbindungen sind, dass die Mieter drinbleiben können. Das kann man alles regeln in Konzeptausschreibungen. Ich glaube, das ist die letzte Chance, die wir noch haben. Natürlich. Natürlich geht es um sanktionsfreie Ausschreibung, das macht die Staatsregierung im Moment, sie legt keine Bindungen drauf und es gab ja das Modell der Kommunen, die sich zusammenschließen um diese GBW-Wohnungen, es geht ja nicht nur um die Münchner, sondern es geht ja um 33.000 GBW-Wohnungen, wobei 10.000 in München sind, die sich zusammenschließen und diese Wohnungen dann zu kaufen. Aber was macht die Staatsregierung? Sie sagt, es ist vollkommen egal, es gibt eine Sozialcharta oder Charta, die ist viel genug und ansonsten schauen wir, wer ist der größte Bieter und an den verkaufen wir es. Da macht Sinn, die Kommunen natürlich immer den Kürzeren, weil wir das Kapital nicht haben. Okay, gut. Was ich hier sortiere, ist nicht zensieren, sondern ich gucke, was schon beantwortet ist. Es gibt eine Frage, Genossenschaften zukünftig 20%, 40%, 50% der auszuweitenden Wohnflächen, glaube ich, heißt das. Können wir das wirklich in einer ganz kurzen Zahlenrunde machen? Frau Nallinger. Ja, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir haben bislang den Beschluss, dass wir halt 30% eben für städtische Wohnungen zur Verfügung stellen, der Fläche, 30% der Fläche. Das beschließen die Stadträtinnen und Stadträte und ich meine, das könnte viel mehr sein. Also das ist doch das Pfund, was wir haben, die Grundstücke, aber, und die müssen wir nutzen. Okay, und dann bleibt für die Genossenschaften da drin eher 20? Aber also 40-50 fällt ja schon raus. Ich hatte ja mein Ziel formuliert. Mein Ziel ist, ja, 20% des Münchner Wohnungsbestandes in kommunaler Hand und 10% in Genossenschaften. Ja, also ich möchte mich nicht auf konkrete Zahlen festlegen, aber ich möchte sagen, einfach je mehr, je besser, weil genossenschaftlicher Wohnungsbau ist einfach auch schöner, wenn man es sieht. Die ganze Achse Hauptbahnhof, Leim-Pasing wurde an Großinvestoren verscherbelt. Beim Ackermannbogen sind es die Genossenschaftswohnungen. Ich finde es einfach, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Herr Monatzeder? In Wohnen 5 haben wir das festgeschrieben, dass an die Wohnungsbaugenossenschaften günstigere Grundstücke abgegeben werden. Aber liebe Leute, das bezieht sich nur auf Neubau. Wir haben hier den größten Wohnungsbestand im Bestand, vor allen Dingen im Altbestand. Und da müssen wir was tun. Und wenn ihr euch vorstellt, dass 50% der Wohnungen, die in den letzten 20 Jahren gebaut wurden, nicht über Neubau stattfand, sondern im Sinne Paragraph 34 Verdichtung, und da haben wir relativ wenige Möglichkeiten einzugreifen. Da gibt es Bebauungspläne. Also man kann so Modelle, die sind wunderbar, die legen wir auch an, 30-30-40, 30% München-Modell, 30% Sozialwohnungen, 40% frei finanziert. Das geht aber, wie gesagt, nur beim Neubau. Und so viele Neubauflächen haben wir nicht mehr. Wir waren einmal durch. Einen Satz Erwiderung jeweils noch, weil ich würde gern zum Thema Kinderkrippen dann wieder kommen. Also Hepp, wir haben natürlich auch Grundstücke in den Paragraph 34 Gebieten und auch die verscherbeln wir höchstbietend. Das letzte war in der Müllerstraße, The Seven, ein Skandal. Also auch hier könnten wir nachverdichten und nachbessern. Herr Hönning verzichtet. Herr Monatzeder noch. Nein, das
ist ja überhaupt keine Frage. Natürlich haben wir das auch. Aber der größte Teil, Paragraph 34, ist nicht Besitz in der Stadt, liebe Sabine. Dieses Beispiel, da haben wir ja furchtbar geschimpft, dass wir sozusagen auch als Markttreiber auf den Markt gehen. Aber wie gesagt, der größte Teil der Wohnungen sind nicht, oder der Grundstücke sind nicht in städtischem Besitz. Und man soll es halt einfach mal so anerkennen, dass es so ist. Okay. Sie sind sich nicht einig, aber deswegen sind wir ja hier. Gut, zum Thema Kinderkrippen, und damit greife ich auch die Frage auf, die der AK Frauen vorher eingereicht hat. Ab dem Jahr 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf Kinderkrippenplätze für 1- bis 3-Jährige. München als Boomregion wird es nicht schaffen, eine 100-prozentige Versorgung bereitzustellen. Die Frage lautet, wie willst du als OB dies politisch bewerten, beziehungsweise damit arbeiten? Jetzt ist der Herr Henning dran. Ich gönne mir jetzt am Anfang einen Allgemeinplatz, in dem ich es wirklich will, im Gegensatz zu unserem derzeitigen Oberbürgermeister. Der hat nämlich gesagt, sobald dieser Rechtsanspruch da ist, wird es die ersten Klagen dazu geben, und sobald die ersten Kommunen verloren haben, wird der Gesetzgeber sehen, dass das Ganze nicht zu finanzieren ist, und dann wird es wieder Lockerungen geben. Das ist für mich der falsche Ansatz. Wir müssen dieses Ziel erreichen, ob es vom Gesetzgeber vorgegeben ist oder nicht, weil es einfach notwendig ist, damit die Leute in dieser Stadt wieder leben können, damit sie sorgenfreier leben können, damit wir auch Bildung ganz von Anfang an gestalten können, positiv. Und da ist mein Credo, wir müssen wirklich schauen, dass wir alle Ressourcen bündeln in dieser Stadt. Die Stadtverwaltung macht da sehr viel, das Referat für Bildung und Sport, da ziehe ich den Hut vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was die leisten für den Ausbau. Es gibt aber viele, die davon profitieren, nicht nur die, die den Rechtsanspruch erfüllen müssen, es gibt auch Firmen, die profitieren würden, wenn Fachkräfte einfach schneller wieder in den Beruf kommen würden, wenn Fachkräfte nach München bereit wären zu kommen, die derzeit oft nicht dazu bereit sind, weil die Kinderbetreuung einfach sehr, sehr schlecht ist. Und da wünsche ich mir ein noch stärkeres Netzwerk von den Sozialverbänden, von der Wirtschaft, von den Eltern vor Ort und auch denjenigen, die keine Kinder haben vor Ort, dass sie sich einfach einbringen in Initiativen. Und da sehe ich auch das Geld bei der Stadt gut investiert, wenn man dort einen Stellen schafft, die diese Gruppen und dieses Netzwerk unterstützen, anstatt dass man wieder bei, man ist ja meistens bei 3 bis 4 verschiedenen Referaten, wo man dann komplett natürlich als Eltern sich sehr, sehr hart tut, dort seine Projekte durchzuziehen. Das wäre mein Ziel, dass man dort die Eltern unterstützt, nicht, dass man ihnen die Arbeit komplett abnimmt, aber dass man sie da, wo das Rad immer wieder neu erfunden wird, einfach entlastet. Okay. Frau Nallinger, und bitte wieder umdrehen. Danke. Also diese große, große Aufgabe Kinderkrippen, die werden wir niemals alleine als Stadt schaffen, sondern auch hier gilt es, die Bevölkerung, die Eltern zu partizipieren. Und wenn ich mir mal die Praxis in München anschaue, dann verstehe ich schon, warum wir nicht so viele Elterninitiativen haben, wie wir es gerne hätten. Der Grund sind nämlich ganz große bürokratische Hürden, die wir haben. Ich habe neulich wieder mit einer Freundin gesprochen, die Mutter geworden ist und die eine Krippe eröffnen wollten. Sie meinte, sie haben insgesamt fast ein Jahr gebraucht, als sie die Genehmigung hatten. Das muss man sich mal so vorstellen, wenn sich Eltern zusammenschließen und eine Krippe eröffnen wollen, dann müssen sie sich ans Baureferat wenden und erstmal die, um Fördergelder zu bekommen, und jeder braucht die Fördergelder, sonst kann er es nicht realisieren. Um die Fördergelder zu bekommen, muss man erstmal einen Sozialplan erstellen, man braucht erstmal sozusagen die soziale Genehmigung. Das muss erst fertig sein. Wenn das fertig ist, dann darf man zur LBK, das ist die Lokalbaukommission, und kriegt die baurechtliche Genehmigung. Und wenn die dann fertig ist, dann dürft ihr nochmal zurück ins Schulreferat und die wirtschaftliche Prüfung machen lassen. Da geht ein Jahr ins Land, ein Jahr, wo man Miete zahlen muss für eine Immobilie und wo man nicht weiß, ob man nachher die Genehmigung in der Tasche hat oder nicht. Und jetzt frage ich euch mal, wer sich das vorstellen kann, wer dieses Jahr vorfinanzieren kann mit dieser Ungewissheit. Ich meine, als Stadt dürfen wir die Elterninitiativen nicht mehr so alleine im Regen stehen lassen, sondern das muss schneller gehen. Wir müssen mehr unterstützen bei den Immobilien, bei der Immobiliensuche, und wir müssen vor allem diese Bürokratie abbauen, die das wirklich verhindert, dass eben Elterninitiativen sich gründen können. Und das Zweite ist, ich bin überzeugt, dass wenn wir mit unseren Münchner Unternehmen ins Gespräch kommen, ich habe neulich mit Peter Löscher drüber geredet, von Siemens-Chef, ach, ist das noch an? Ja. Okay, bin gleich fertig. Mit dem Siemens-Chef, der meinte auch, auf mich ist noch niemand zugekommen. Ich glaube, da liegen noch wahnsinnige Potenziale frei, und die müssen wir nutzen. Wunderbar. Bitte einmal noch umdrehen. Danke.
Danke. Und der Herr Monatzeder. Dankeschön. Es ist vollkommen klar, dass Kinderbetreuung die Grundlage ist für Einkommenssicherung und Berufsausübung. Und deswegen ist wichtig, so viel Kinderbetreuungseinrichtungen wie möglich zu schaffen. Und es wurde auch einiges gesagt, was im Argen liegt, überhaupt keine Frage. Auch die Bürokratie, den Bürokratieabbau. Aber ich denke, das allein wird uns nicht helfen. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir insbesondere im Innenstadtbereich kaum noch Flächen haben. Mal abgesehen davon, dass dazu auch die Bewohnereinsprüche kommen. Ich kann euch Geschichten erzählen, wo Kindergärten eigentlich schon gebaut werden sollten, aber aufgrund von Bewohnereinsprüchen und entsprechende Auseinandersetzungen dann diese ganze die Eröffnung eines Kinderbetreuungsplatzes wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen hat. Hinzu kommt das Problem der Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben im Moment Schwierigkeiten, neue Erzieherinnen und Erzieher zu bekommen. Das gilt aber nicht nur für die Stadt selber, es gilt natürlich auch für die freien Träger. Das gilt auch für die Umlandgemeinden, weil natürlich die alle diesen selben Rechtsanspruch fürchten und dementsprechend auch investieren. Und deswegen haben wir künftig großes Problem mit Erzieherinnen und Erziehern. Wir versuchen alles, sie anzuwerben, auch mit entsprechenden Zuckerln. Sie werden bevorrechtigt bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Da sind ja Wohnungsbaugesellschaften auch wieder gut, um Sozialpolitik zu machen. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Investitionen für freie Träger, wo wir die Kindergärten hinstellen und freie Träger sie betreiben, beziehungsweise wir geben auch die Zuschüsse an die freien Träger. Und ein wichtiger Teil ist natürlich diese Betriebskindergärten. Die Betriebe brauchen manchmal gar keinen Zuschuss. Haben wir ja auch einige, wo die Stadt dann sozusagen für den Unterhalt der Erzieherinnen und Erzieher aufkommt und die Betriebe für die Investition in das Gebäude. Aber natürlich ist das zu wenig und man macht sich was vor zu glauben, dass mit Anspruch 1. August 2013 der Rechtsanspruch gesichert ist. Okay, eine Reaktionsrunde. Wir fangen bei Herrn Hönning an. Ja, also mir tun einfach als Betroffener, fällt es schwer, einige dieser immer wieder von Seiten der Stadt genannten Ausreden zu akzeptieren. Immer wieder dieses Argument, es gäbe keine Flächen in der Innenstadt. Warum sind dann in den Neubaugebieten, warum ist da eine Versorgungsquote von beinahe 0%? Warum tut man jedes Mal so, als hätte man nicht ahnen können, dass da Menschen mit Kindern reinziehen und fängt dann 3 Jahre später an, den ersten Kindergarten zu bauen, wo ich wohne? Wo ich wohne, das ist sehr, sehr zentral. Und trotzdem fängt man jetzt erst damit an, den städtischen Kindergarten zu bauen. Bis der fertig ist, ist mein Sohn in der Schule. Dasselbe ist mit dem Erzieherproblem. Natürlich tun sich da kleinteilige Einheiten leichter. Wir hatten niemals ein Personalproblem. Wir hatten immer in unserer Elterninitiative, wir hatten immer Probleme, Räume zu finden, weil uns die Investoren nichts vermieten wollten. Auch da muss die Stadt künftig mehr den Daumen drauf halten, dass die Investoren sich da nicht aus der Verantwortung stehlen. Und ja, was du gesagt hast über Herrn Löscher von Siemens, wenn ihn bis jetzt noch keiner angesprochen hat, das wird der Vergangenheit angehören. Ich werde ihn ansprechen, ich werde ihn einladen, unserem Netzwerk beizutreten, weil wir brauchen die Firmen dazu. Und auch bei den Betriebskindergärten ist die Realität sehr viel vielfältiger. Es gibt Betriebe, die können sich das einfach nicht leisten. Die kann man aber einbringen in ein Netzwerk, wo sie mit anderen Betrieben vielleicht mehr Betreuungsplätze schaffen können und auch Platz zur Verfügung stellen mit ehemaligen Gewerberäumen. Okay, ich danke. Könnte ich zur Umnutzung gesagt, noch einiges sagen. Die Diskussionsrunde sollte immer kürzer sein als das Eingangsstatement zur Frage. Gut, Sie haben ein paar Pluspunkte. Es gibt, ja. Also, Hepp, ich glaube, man braucht nicht nur bei den Flächen mehr Fantasie, sondern auch bei den Erzieherinnen. Also das Problem scheint schon zu sein, dass es vor allem um Flächen geht. Also das erzählen auch die privaten Krippen. Auch bei der Stadt ist es so, dass wir bislang noch keine Krippe nicht eröffnet haben, weil wir kein Personal gefunden haben. Aber ich gebe dir recht, es wird in Zukunft schärfer werden. Aber da braucht es einfach Fantasie. Dann müssen wir eben das entsprechend attraktiv machen. Das heißt für mich, dass Erzieherinnen und Erzieher eben ein Jobticket bekommen, dass sie eine städtische Wohnung bekommen, weil wir nämlich mehr kommunale Wohnungen haben, dann kriegen sie nämlich auch eine. Das heißt für mich, dass sie einen Krippenplatz bekommen, wenn sie mit Kindern anreisen. Wir müssen es einfach attraktiv machen und dann, und das finde ich auch ganz wichtig, werden wir nicht umhinkommen, um gerechte Löhne zu reden. Und wenn ich sehe, was eine Erzieherin verdient und ein Erzieher, da müssen wir uns in der Tat fragen, wie viel kriegt bei uns ein Geschäftsführer von einer Wohnungsbaugesellschaft oder von einem städtischen Unternehmer und wie viel verdienen bei uns die Erzieherinnen und Erzieher? Herr Monatzeder, ja. Also liebe Sabine, du sitzt mit mir jetzt seit 2008 in diesem Stadtrat und tust, als hättest du überhaupt nichts damit zu tun. Die macht die Oppositionspolitik
Und also das ist ja wirklich der Oberwitz. Also wir versuchen zu organisieren, dass man Erzieherinnen in städtischen Wohnungsbaugesellschaften anbringt, vor der Zerbin jetzt, ist schon längst geschehen. Wir versuchen auch über andere Anreize Erzieherinnen zu bekommen, vor der Zerbin jetzt, ist schon längst geschehen. Du sollst vielleicht einmal mit den Fraktionssozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker reden. Okay. Damit haben sich hier auch andere Fragen vermutlich erledigt, eben wie soll eine Erzieherin von dem Gehalt in München leben? Und es gibt noch eine Nachfrage, was unternehmen Sie, um die Hortplatzsituation zu verbessern? Aber jetzt wirklich nochmal ganz spezifisch darauf eingehen, das ist nämlich tatsächlich, so viele wissen das, dass es ja in der Schule dann leider nicht aufhört, dann hat man auch noch die blöden Sommerferien, ja, was vorher im Kindergarten besser war. Was kann man da tun, um das zu ändern? Und diesmal fängt die Frau Nallinger an. Ja, bei den Hortplätzen, da geht es ja um Schulen, da geht es vor allem um die Grundschulen. Wir wollen Ganztagsschulen, das ist ein ganz grünes Anliegen. Die Stadt hat da auch entsprechende Beschlüsse. Also ich denke, der Weg geht dahin, dass wir Ganztagsschulen anbieten, immer mehr. Und dann brauchen wir auch die Horte nicht mehr. Und das andere ist, in der Zwischenzeit, wo wir eben die Schulleiterinnen und Schulleiter, weil das sind ja staatliche, die müssen wir ja erstmal von unserer guten Idee überzeugen. Und davor, glaube ich, müssen wir konstruktiv mit den Klassenräumen umgehen. Es muss einfach so sein, dass die Räume vielleicht mehrfach genutzt werden. Und da müssen eben die Lehrer und Lehrerinnen und die Schulleiterinnen Verständnis haben. Anders werden wir dem Problem jetzt nicht Herr. Herr Munatzieder? Ganztagsbetreuung steht ganz oben auf der Agenda. Und ich meine, die Einrichtung von Kinderbetreuungsplätzen macht deutlich, dass wir dieses Thema bei allen Haushaltskonsolidierungen, mittlerweile haben wir schon 6, immer außen vor gelassen haben. Wir haben nie bei den Kinderbetreuungsplätzen, bei den Erzieherinnen, bei den Investitionen irgendwo gespart. Wir haben immer gebaut und es ist auch nicht so, dass irgendeine Einrichtung nicht entstanden wäre. Also von daher ist es immer oberstes Thema. Und natürlich Ganztagsbetreuung, auch hier gehen wir in gewaltiger Vorleistung. Schulen sind ja nicht unbedingt originär jetzt in der Zuständigkeit der Stadt, sondern das ist ja in der Verantwortung des Freistaats Bayern. Aber da geht die Stadt in gewaltige Vorleistungen, weil wir es eben richtig finden. Und deswegen investieren wir in diesen Bereich auch entsprechend. Herr Höning. Ja, also natürlich macht die Stadt sehr, sehr viel. Das habe ich auch immer gesagt, das erkenne ich an, was das Referat für Bildung und Sport macht. Aber es ist nicht so, dass die Stadt hier völlig aus der Verantwortung wäre. Das Letzte, was du angesprochen hast, dass es nicht originär städtische Aufgabe ist, die Betriebsträgerschaft bei den Grundschulen ist ja schon bei der Stadt. Und dieses ständige Ping-Pong-Spiel, das haben die Eltern leid, dass man ständig sagt, der Freistaat und der Freistaat zeigt mit dem Finger auf die Stadt. Das gehört sich nicht, da zeigen 3 Finger jeweils zurück. Und Sie haben auch angesprochen, es ist ja eben dieser Wechsel, der so besonders bitter ist. Im Kindergarten sieht es dann fast besser aus, sowohl von der Betreuungsquote als auch von den Ferienzeiten, als wenn mein Kind in die Schule kommt, dann fallen die Eltern plötzlich wieder auf den harten Boden der Realität. Bei unserem Bündnis für den Ausbau der Ganztagesbetreuung ist von Dagmar Mosch mal die sehr schöne Idee entstanden, dass man einfach wie in Frankreich es den Eltern ermöglicht, sie melden einmal ihr Kind an und das gilt dann, bis dieses Kind eben keine Betreuung mehr braucht. Man mag sich streiten, wann es alt genug ist dafür, aber dass man eben nicht nach der Krippe, nach dem Ende der Kindergartenzeit und dann in der Grundschulzeit plötzlich wieder bei zig Dutzenden von Einrichtungen sich anmelden muss. Warum gibt es noch keine zentrale Anmeldung für all diese Einrichtungen in dieser Stadt? Das wird seit Jahren gefordert, wird einfach ignoriert, weil das würde die Eltern wahnsinnig entlasten. Und natürlich, weil Sie gesagt haben, die Ferien sind lang, wir brauchen attraktive Ferienbetreuung. Deswegen ist es mir besonders, bin ich glücklich, dass Lila Lu gerettet wurde, dass die Johanniter sich dort engagieren jetzt, dass die Stadt hier wirklich ein Beispielprojekt noch hat und davon brauchen wir viel mehr. Wir brauchen wirklich, wir können nicht einfach die Schulen offen lassen in den Ferien, damit die Kinder, deren Eltern sich den Urlaub nicht leisten können, dass die dann da einfach drinnen bleiben und dann zu sagen, ja, wenn da genug drin sind, dann wird das schon irgendwann attraktiv genug gestaltet werden. Das ist der falsche Ansatz, das kann man mit Kindern so nicht machen. Okay. Brauchen wir eine Reaktionsrunde oder lassen wir das so stehen? Alles richtig, okay. Dann gibt es zum Thema Kinderbetreuung noch was? Dann da der Herr in der Mitte. Ja, Sie sind schon gemeint mit dem orangen T-Shirt, genau. Ein Mikrofon hätte er gerne. Es kommt.
Wie will sich die Stadt für eine bessere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern engagieren oder sie sich als Oberbürgermeister, wenn der Personalreferent, wie bei der letzten Tarifrunde, Verhandlungsführer der Kommunen war und versucht hat, die Tarifverhandlungen oder die Lohnerhöhung, soweit es möglich ist, wahr zu drücken? Okay, also das Verhalten bei Tarifverhandlungen. Okay, dann... Wer war dran? Jetzt bin ich auch. Sie wissen es auch nicht mehr. Wir wissen es alle nicht. Dann fangen wir wieder hier zu meiner Linken an und dann ist jetzt gewünscht, dass ich den Herrn SPD-Böhle Personalreferent verteidige. Ich glaube, es geht darum, wie Sie sich als Oberbürgermeister bei Tarifverhandlungen in Zukunft verhalten oder Ihre Personalreferenten dann anweisen. Ja, wir diskutieren im Moment tatsächlich, ob wir Erzieherinnen und Erzieher sozusagen in die Qualifizierung Mangelberuf aufnehmen und damit die Möglichkeit haben, übertariflich zu bezahlen. Ich bin der Meinung, es ist so. Das tun wir bei IT-Ingenieuren schon. Und ich bin auch der Meinung, wenn wir die Kinderbetreuung weiter ausbauen müssen, dann müssen wir auch hier Zulagen geben, sonst bekommen wir nämlich niemanden. Super, eine kurze Steilvorlage. Wenn das eingehalten wird, machen Sie uns alle glücklich. Naja, und zum Gehalt gehört natürlich auch die Ausgaben und das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Das eine ist das, was der HEP ganz richtig gesagt hat und das andere ist, dass uns doch als Stadt unbenommen ist, dass wir zum Beispiel den Erzieherinnen und Erziehern noch zusätzlich ein Jobticket geben, dass wir ihnen eine günstige Wohnung geben und dass wir ihnen einen besonderen Tarif bei der Kinderbetreuung geben. Das ist doch uns als Stadt unbenommen und letztendlich kommt es doch aufs Gesamteinkommen an. Aber nichtsdestotrotz geht es ja auch um die Tarifverhandlungen. Ja, genau. Also natürlich muss man das nutzen, was für IT-Ingenieure recht und billig ist, muss natürlich für diejenigen, die unsere kleinsten Kinder am Anfang betreuen, erst recht und billig sein. Und ich würde mich nicht rausreden, dass eben ein Herr Böhnle in der falschen Partei ist, sondern es ist die, wie auch immer er heißt, es ist die Aufgabe eines Oberbürgermeisters, hier die Zügel straff zu führen, weil er ist der Chef der Verwaltung und er kann sich nicht darauf rausreden, dass dann eben natürlich der Personalreferent oder der Kämmerer ein Interesse hat und wie lustig das immer ist, wenn unser Oberbürgermeister von sowas erzählt, sondern es ist ganz klar seine Verantwortung. Es ist die Verantwortung des Oberbürgermeisters, in den Verhandlungen wirklich auch das Gewicht Münchens für die Kommunen, in den Verhandlungen der Kommunen, in die Waagschale zu werfen und einfach hier ganz klar auch das zu fordern und beziehungsweise da auch den ganzen Einfluss geltend zu machen, weil wir sind Arbeitgeber und damit können wir uns nicht einfach aus der Verantwortung stehlen, was die Ergebnisse der Tarifverträge angeht. Eine kurze Erwiderungsrunde. Ein Satz. Da muss man erwidern. Der Böhle ist der Wortführer der Kommunen, der ganzen Kommunen in Deutschland. Und wir haben das in der Referentenrunde mehrfach diskutiert, auch mit der Forderung, dass Böhle für die Erzieher deutschlandweit mehr Geld fordert. Aber ihr müsst euch vorstellen, in Deutschland gibt es nicht nur die reiche Kommune München, da gibt es eine ganze Reihe von anderen Kommunen, die sich das schlicht und einfach nicht leisten können. Und deswegen gehen solche Verhandlungen in der Regel immer so aus. Deswegen wollen wir in München ja die Zulage machen. Aber wir können doch nicht für Münster oder für Oberhausen oder sonst was sprechen. Das sind Kommunen, die sind... Aber ich glaube, das ist klar geworden, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesen gesamtdeutschen Verhandlungen. Und ich bleibe bei meinen Zulagen. Ich würde als Oberbürgermeisterin auf jeden Fall schauen, dass das Gehalt besser wird. Und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Gut. Auch das kann man in einem Tarifvertrag regeln, dass es differenzierter wird. Aha. Zum Thema Kinderbetreuung. Wir haben noch auch viele andere. Wenn wirklich was Neues ist, dann der Herr im gestreiften Hemd, bitte. Und wie immer, bitte eine Frage. Ja, ich habe Fragen zu dem Bürgerbegehren. Bitte auch nur eine Frage. Ich finde, jetzt sind Sie ein bisschen zu streng. Nee. Es durfte jetzt noch keiner eine zweite und ich habe ja gesagt, keins. Denn ja. Die Demokratie ist, wenn jeder das gleiche Recht hat. Bisher durfte jeder nur eine Frage stellen. Gut. Ja, also jetzt eine Frage bitte. Vielleicht können Sie sie ja geschickt stellen, dann sind zwei drin. Nikolaus, du hast dieses Bürgerbegehren initiiert über eine Frage, die ja eigentlich unumstritten ist, nämlich den Ausbau der Kinderbetreuung. Das wollen alle. Warum hast du für dieses Ziel
das Instrument des Bürgerbegehrens angewendet, was doch eigentlich dazu da ist, um wirklich kontroverse Dinge zu entscheiden. Zweitens, Augenblick, das muss ich jetzt schon noch fragen. Du hast gesagt am Anfang... Wie viele Fragen werden es denn insgesamt, Entschuldigung? Ich habe jetzt von 5 auf 2 runtergedampft, okay? Super, okay, gut, das ist ein Applaus wert. Wir kommen die Tränen. Ja. Es ist ja nun so, dass du anfangs gesagt hast, dieses Bürgerbegehren sei eine Sache, die von den Bürgern gemacht würde, da wolle man keine Parteien haben. Ja. Wie vorhergesehen, die Frage, bitte. Wie leicht vorherzusehen war, hast du von der CSU viel Beifall bekommen dazu. Mittlerweile sitzt auch die CSU mit im Boot. Okay, ich glaube, wir haben das verstanden. Und der Hörni kennt sein Bürgerbegehren. Und können Sie die Frage stellen, bitte? Ich weiß nicht, warum Sie ausgerechnet bei mir so einhacken. Irgendwas scheine ich an mir zu haben. Die Frage ist, wie wird es im Wahlkampf aussehen, wenn du als Vertreter eines Bürgerbegehrens auftrittst, dem die CSU und die FDP angehören, nicht aber die Grünen, aber gleichzeitig grüne OB-Kandidat. Okay, also warum ein Bürgerbegehren und wie wirkt sich das im Wahlkampf aus? Ja, zwei Sachen. Das Thema ist mir einfach schon zu lange mit Lippenbekenntnissen abgespeist. Ich habe erst auf dem Weg hierher nochmal im Internet einen Artikel, ein Interview gelesen mit der Leitung, ich sage jetzt extra mal geschlechtsneutrale Leitung des Schulreferats, wo stand, in wenigen Jahren wird jedes Kind einen Betreuungsplatz haben. Das war damals noch eine Frau, also daran merkt man schon, wie lange dieser Artikel her ist. Er ist 2004 abgedruckt worden, dieses Interview. Getan hat sich indes an der Situation der Eltern, verbessert hat sich für sehr viele Eltern nichts. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen hier den Druck erhöhen. Ich habe deswegen ein Bürgerbegehren gestartet, weil ich gesagt habe, auch mit einem Bürgerbegehren kann man zweigleisig fahren. Man kann im Zuge dieses Bürgerbegehrens Menschen aus der Bürgerschaft, man kann Verbände, man kann die Wirtschaft, man kann alle mit ins Boot holen, um damit anzuzeigen, erstmal Ideen zu entwickeln und auch zu zeigen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir nur zusammen weiterbringen. Nichtsdestotrotz werden alle Beteiligten sich nur mit Engagement dahinter klemmen, wenn dieses Bürgerbegehren weiterhin auch eine Umsetzung dann verlangt. Zu deiner Frage zu den Parteien, ja, ich habe das überparteilich. Ich habe nie gesagt, dass ich Parteien da draußen haben will. Ich habe mit allen Parteien gesprochen. Jetzt mir zu unterstellen, ich hätte hier lediglich mit der CSU ein Bündnis, finde ich schon ein bisschen kurzsichtig. Es sind sehr, sehr viele Parteien dabei. Es sind Piraten bei diesem Bündnis dabei. Es sind Freie Wähler bei diesem Bündnis dabei. Es ist sogar eine ehemalige sozialdemokratische Landtagsabgeordnete dabei. Es sind ja, sogar die Frauen- und Seniorenpartei dabei. Ich weiß jetzt nicht, welche Parteien ich vergessen habe, aber ich habe ja auch nur begrenzt Zeit. Okay. Also von daher ist es ein sehr, sehr breites Bündnis. Mhm. Und als Oberbürgermeister würde ich sagen, ja, lasst uns nochmal, wenn ihr grün wählt, dann werden wir dieses Thema erst recht ernst nehmen. Dann werden wir alle noch mehr Ressourcen da reinstecken. Und ich würde es mir wünschen, dass wir dieses Riesenpotenzial, was dieses Bürgerbegehren unterstützt, wirklich auf grüne Politik fokussieren. Okay, die Frage war jetzt konkret an den Herrn Hönning gerichtet. Trotzdem gibt es Reaktionen. Aber Herr Mundertseder, Sie haben sich bei mir gerade laut beschwert. Dann tun Sie es für alle, weil sonst muss ich sagen, was Sie mir gesagt haben, tun Sie es lieber selber. Nein, mache ich lieber selber. Ich habe die Frage gestellt, nachdem mir zu vieles versprochen worden ist. Wir bauen also ganz viele Wohnungen und jetzt machen wir auch noch Zulage bei den Kindern, bei den Erzieherinnen, dann müssen wir natürlich viel mehr Betreuungsplätze bauen und so weiter. Also Sie wollen nochmal die Frage nach dem Geld stellen. Ich würde ganz gerne wissen, wie das finanziert wird. Wir haben nur einen begrenzten Haushalt und mit diesem Haushalt müssen wir leben. Sonst sind wir Haushaltssicherungskommune, weil uns das Geld ausgeht. Wir müssen ganz bestimmte Regeln erfüllen, sonst macht nämlich die Regierung von Oberbayern unseren Haushalt, und das hätte ich auch ganz gerne mal abgefragt, bevor man hier so schöne Visionen ausbreitet, die einen Haufen Geld kosten. Dann kommen wir doch auf die Frage zurück, die wir ja auch schon mal hatten. Eben genau, wo gibt es denn noch, also ein bisschen Geld brauchen wir, da sind wir uns jetzt, glaube ich, alle einig für die alle Sachen. Wo gibt es eventuell Reserven, wo kann man sparen? Frau Nallinger. Also wenn ich das Beispiel meiner Erzieherin und meiner Erzieher aufgreife, dann habe ich das Beispiel gebracht, zum Beispiel von einer Karte für den öffentlichen Nahverkehr. Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass uns das Unternehmen zu 100%, die MVG selber, gehört. Sie macht schön 400 Millionen Einnahmen jedes Jahr, aber
wenn die Stadt in der Tat einen Mangel an Erzieherinnen und Erzieher hat, da sind unheimlich viele Menschen hiervon betroffen und ich glaube, wir finden hier einen Riesenkonsens in der Stadtgesellschaft, dass wir Kinder und Familien fördern wollen. Dann frage ich mal in die Runde, können wir uns nicht vorstellen, dann können wir uns denn nicht vorstellen, dass diese Personen eben eine kostenlose MVG-Karte bekommen. Warum denn nicht? Das liegt doch in unserer Hand. Und das Zweite ist, es ist ja nicht so, dass im Verkehrsbereich kein Geld da ist. Wir haben ja die schöne Stellplatzablöse, wir haben das tolle Parkraummanagement. Und wenn ich mir mal die Zahlen anschaue, dann haben wir davon jedes Jahr, wenn ich die Betriebskosten abrechne und so weiter, über 30 Millionen Euro, die derzeit gerade noch in irgendwelchen Konten schlummern. Die könnten wir auch dafür hernehmen. Man muss nur mal suchen gehen. Auch Herr Hönning, das Gleiche bitte, dass wir alle für Kinderbetreuung und mehr Geld für Erzieherinnen sind, haben wir, glaube ich, jetzt klargestellt. Woher kommt das Geld? Also, dass wir die Ausgabenpolitik disziplinierter angehen müssen, das habe ich vorhin schon angesprochen, dass ich meine, dass da noch Reserven sind. Aber ich finde die Frage schon ein bisschen befremdlich, gerade bei dem Thema, weil ich muss dann die Frage gleichzeitig stellen, welche Kosten habe ich denn durch fehlende Betreuung? Welche Kosten habe ich denn, weil eine Mutter, weil ein Vater seine Arbeit aufgeben muss? Und diese Fälle gibt es. Und es sind die Bestqualifizierten, die dann gehen, die dann ins Umland bestenfalls gehen oder München ganz verlassen. München wird dadurch weniger attraktiv, auch als Wirtschaftsstandort, wenn ich hier keine Betreuungsplätze habe. Von daher muss man wirklich hier auch eine Gesamtbilanz ansehen. Was habe ich für einen Vorteil dadurch? Was habe ich auch langfristig für einen Vorteil dadurch, dass ich gute Betreuung von Anfang an habe, dass ich da auch Chancengleichheit herstellen kann, dass ich wirklich auch meine politischen Ziele bei der Bildung umsetzen kann? Da spare ich hinten raus sehr, sehr viele Kosten. Von daher finde ich, ist es die falsche Frage, wenn man sie nicht ganzheitlich stellt, wenn man nicht fragt, auch nach den Kosten der fehlenden Betreuung. Und die sind immens und die können wir uns als Kommune München nicht leisten. Eine ganz kurze Reaktionsrunde, oder war? Was heißt Reaktion? Ich habe doch zuvor gesagt, dass wir darüber diskutieren, bei den Erzieherinnen zuzulegen. Das ist doch der kleinste Teil, über den wir jetzt reden. Aber stellt euch doch bitte nicht aus den Aussagen raus, wir brauchen einen Finanztopf für die Region und wir brauchen einen Haufen Geld, um in Wohnungsbau zu investieren. Wir haben in dieser Stadt pro Jahr ungefähr eine Investitionsgröße von 1 Milliarde. Mehr gibt es nicht. Und diese Milliarde, da geht der größte Teil, geht tatsächlich in die Errichtung von Kinderbetreuungsplätzen. Und der andere große Teil geht in den Wohnungsbau. Das sind also roundabout 800 Millionen. Dann bleiben nur 200 Millionen über. Und mit diesen 200 Millionen müssen wir investieren. Da kann man nicht alles bedienen. Darum frage ich ja, ob denn die Utopie, dass wir... Können Sie es denn selbst beantworten? Sehen Sie irgendwo noch Potenziale? Natürlich sehe ich Potenziale. Dann sagen Sie es uns. Landesbank Bayern. Die Landesbank gehört leider nicht der Stadt. Wie der Name schon sagt, gehört die Landesbank nicht der Stadt, sondern im Land Bayern. Also, aber konkrete Punkte. Wo gäbe es Möglichkeiten? Frau Nallinger hat was genannt, hat gesagt, das Parkraummanagement. Wo gibt es was anders? Das ist das Thema Prozessoptimierung, das ist das Thema Aufgabenkritik. Das ist das Thema Standorte zu bewerten und das ist das Thema insbesondere Transparenz, weil ich nämlich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen von Politikern nicht immer beglückt werden müssen. Ich glaube, wenn wir den Menschen sagen, dass diese oder jene Investition wahnsinnig teuer ist, dann verstehen sie auch, dass man diese oder jene Investition nicht tätigen sollte. Ein Beispiel, es gibt Investitionen, da ist die Anfangsinvestition nur etwa 20% von der Investition insgesamt, weil die Folgekosten unsere künftigen Haushalte praktisch erschlagen. Zum Beispiel? Tunnel. Tunnel ist so ein Beispiel. Da ist die Investition eigentlich nur 20% der Gesamtkosten, aber auf die lange Laufzeit haben wir unglaubliche Investitionen. Und nach 30 Jahren müssen wir das ganze Teil wieder neu vollsanieren. Und das belastet unsere Haushalte auf Dauer. Und da gibt es eine ganze Reihe von Projekten. Also auf gut Deutsch Verkehrsprojekte. Bei Verkehrsprojekten, da gab es schon die Möglichkeit, weil das Thema Verkehr brennt noch anderen auf den Nägeln tatsächlich und die Einsparpotenziale sehen offensichtlich mindestens
zwei auf jeden Fall da. Und ich möchte die Frage der grünen Jugend hier weiterreichen. Wie siehst du als Münchens, was siehst du als Münchens Ziel im Verkehrswesen und wie stehst du insbesondere zu einem ticketfreien und somit kostenlosen öffentlichen Nahverkehr? Und es wäre super, wenn wir uns auf dieses Einzelne stärker kritisieren können als aufs Große, weil hier gibt es noch viele Einzelfragen, die wir gerne behandeln wollen. Frau Nallinger. Ja, ich gehe gleich mal auf diesen ticketlosen ÖPNV ein. Das ist natürlich eine die grüne Jugend und damit kostenlos. Ticketfrei und kostenlos. Okay, also es ist der Nulltarif, der da gemeint ist. Das ist eine Forderung, die ja schon unser Oberbürgermeister in seinen jungen Jahren gestellt hat und die eigentlich zunächst auch mal sehr verlockend ist, das muss ich zugeben. Ich fange mal so an. Ich gehe immer vom Ziel, starte ich. Und das Ziel aus meiner Sicht ist es, dass wir möglichst viele Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Auto rausbekommen müssen und auf den Umweltverbund, das heißt auf Fuß, auf den Radverkehr und auf den öffentlichen Verkehr. Und wenn ich mir jetzt Städte anschaue, die den kostenlosen ÖPNV haben, diesen gibt es übrigens schon seit den 80er Jahren, dann müssen wir leider feststellen, dass wir mit dieser Maßnahme vor allem die Fußgänger und die Radfahrer erwischen, also nicht erwischen, sondern erfassen und die Autofahrer letztendlich auf andere Kriterien Wert legen, nämlich auf die Bequemlichkeit, das heißt auf den Takt, das heißt auf die Dichte an Haltestellen, das heißt wir müssen den ÖPNV ausbauen, um die Autofahrerinnen und Autofahrer für den ÖPNV, für den öffentlichen Nahverkehr zu begeistern und leider eben nicht das kostenlose Ticket. Eins müssen wir natürlich auch sagen beim kostenlosen Ticket, die MVG, ich habe vorher die Zahl schon mal genannt, hat Einnahmen von 400 Millionen jedes Jahr. Die braucht die MVG für die Personalkosten, sie braucht sie auch ein bisschen für einen Ausbau. Und ich meine, dass wir gut beraten sind, vor allem wenn ich an die Töpfe, an Bund und Land denke, dass die Stadt in den nächsten Jahren selber Geld in die Hand nimmt, um U-Bahn und vor allem um das Tramnetz auszubauen. Wir haben in den letzten 20 Jahren nur 14 Kilometer Tramnetz gebaut. Das ist viel zu wenig. Ich sage Ihnen, wir könnten das Tramnetz von heute verdoppeln und wir hätten die Verkehrsnachfrage, wir hätten die Menschen, die mit der Tram fahren und deswegen brauchen wir das Geld. Okay. Also lieber Tramausbau als kostenloses Ticket, Herr Hönning, was sind Ihre Konzepte? Kostenloses Ticket, glaube ich, wird nicht erreichbar sein. Was nichts kostet, ist nichts, war ja mal beim letzten Forum dein Credo. Ich glaube aber, wir müssen wirklich schauen, dass wir zwar moderat, aber den Autoverkehr verteuern und dafür den öffentlichen Personennahverkehr verbilligen. Also ich bin für die Einführung einer City-Maut, bin dafür, dass wir von diesem Geld, dass wir dieses Geld nicht nutzen, um schwarze Löcher zu stopfen, sondern dass wir es nutzen, um eine Stadt der kurzen Wege zu schaffen und um den ÖPNV attraktiver in erster Linie, aber vielleicht auch moderat preiswerter zu gestalten. Also das ist jetzt mein Thema, wo ich mit der Sabine vollkommen d'accord bin. Allerdings habe ich Probleme mit Ihren paar letzten Sätzen. Soweit ich weiß, Sabine, bist du doch auch Verkehrsplanerin bei der MVG und ihr habt ja auch so einen schönen Plan aufgestellt, was in den nächsten Jahren so gemacht werden soll. Und da steht halt für 2011 keine Linie drin. Weiß nicht, so habt ihr uns den Plan abgeliefert für 2010 und 2012 steht jede Menge drin. Aber ich fange jetzt nicht an, auf die MVG zu schimpfen, wie zuvor auf die Verwaltung geschimpft wurde. Es gibt sicher gute Gründe, das nicht so zu tun, aber man sollte das zumindest zur Kenntnis nehmen. Kurze Reaktion. Ja, Hepp, wie du weißt, wie die Stadt funktioniert, ist es so, dass die MVG eine 100-prozentige Tochter der Stadt ist und die MVG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das, was der Stadtrat beschließt. Und du als Bürgermeister, Hepp, tut mir leid, aber du als Bürgermeister bist du in einer ganz anderen Rolle, hast eine ganz andere Möglichkeiten als eine Angestellte der MVG oder auch als eine einfache Stadträtin, mit Verlaub. Aber das ist eigentlich die Rolle, wo man solche Dinge vorantreiben kann und ich will es machen und ich würde es machen. Der Herr Hönning verzichtet und Anschlussfrage, mehr Radwege auf Fußweg steht hier oder Radstreifen? Kurze Antwort als Oberbürgermeister, wollen Sie mehr Radwege? Ja, ich will mehr Radwege, ich will sie als Radstreifen, weil das einfach
sehr viel gefährlicher ist, wenn es am Fußweg ist, wo Fußgänger, was ihr gutes Recht ist, unkonzentriert, ratschend herumlaufen. Mir passiert es jeden Tag, dass ich ungefähr 20 Mal halsbrecherisch bremsen muss und dann werde ich auch noch angelächelt, was mich meistens... Ja, besser als angeschimpft. Nein, ich würde mich da lieber streiten in so einem Moment, weil ich meistens unter Zeitdruck bin, wenn ich unterwegs bin. Natürlich müssen auch einige Straßen dran glauben. Ich fahre jeden Morgen über die Prielmeierstraße in die Stadt und muss dort auf den Trambahngleisen fahren, weil das eine Einbahnstraße für Autos ist. Obwohl daneben in der Luisenstraße und der Bayerstraße mehrspurig die Autos in die Stadt reinfahren können. Ich bin einfach nicht bereit, parallel zu fahren, wo Selbstmord eigentlich der einzige Ausdruck dafür ist, wenn ich mich dort mit drei Fahrspuren auch noch als Fahrradfahrer da irgendwie ums Überleben kämpfen muss. Sowas finde ich einfach nicht richtig, dass man da eigentlich zu Gesetzesbrüchen gezwungen ist, wenn man halbwegs heil in die Stadt kommen will. Solche Straßen, das sollten Fahrradstraßen werden. Wer unbedingt zum Gericht muss, der kann ja da mal mit dem Auto reinkommen. Aber das heißt, Prioritäten einfach anders setzen. Wunderbar. Für den Fahrradverkehr. Wunderbar. Weil die Frage so konkret war, möchte ich die Runde eben gerne kürzer machen. Herr Monatzeder? Ja, beim letzten Mal schon gesagt, dass ich eine Verkehrsplanung nach demokratischen Prinzipien will. Wenn ich weiß, dass sich die Mobilitätskultur verändert, wenn ich weiß, dass sich die demografische Entwicklung verändert, wenn ich weiß, dass die soziale Zusammensetzung der Stadtgesellschaft sich verändert, dann muss ich auch die Verkehrsplanung verändern. Und nachdem wir ja wissen, dass Kinder oder Jugendliche keinen Führerschein haben und alte Menschen nicht mehr und die wenigsten oder die meisten mit ÖPNV, Radl und zu Fuß unterwegs sind, dann muss ich meine Verkehrsplanung dahingehend ausrichten und damit dann auch konsequent den Verkehrsraum neu aufteilen. Und das heißt natürlich in Richtung Umweltverbund, Radlfahren, Fußgänger, ÖPNV. Frau Nallinger. Radwege, mehr, wo? Also grundsätzlich mal mit 17% Radverkehrsanteil haben wir eine ganz stolze Zielmarke erreicht. Aber ich würde trotzdem noch sagen, wir müssen uns den Titel Radlhauptstadt erstmal noch verdienen. Wenn ich mir anschaue, wie die Radler heutzutage sich wirklich auf den Radlwegen drücken müssen, wie sie in Schlange im Stau stehen, dann können wir das als grüne Stadträtinnen und Stadträte so nicht hinnehmen. Was ist der Grund? Der Grund ist, dass wir letztendlich die letzten Jahre immer zwischen Fußverkehr und Radverkehr die Flächen aufgeteilt haben. Das war so wunderschön, da gibt es keine Lobbys. Jetzt langsam gibt es welche, wenn ich an meinen Kollegen Paul Bickelbacher von Fuß e.V. denke, aber die Lobby ist natürlich lang nicht so stark wie andere Lobbys. Und deswegen müssen wir jetzt an die Straßen ran. Wir müssen Autostraßen zu Fahrradstraßen machen. Und ich sage es ganz deutlich, das heißt auch, dass wir als Grüne ganz klar Kante zeigen müssen, weil wir im Stadtrat keine Verbündete finden, leider auch nicht bei unserem Koalitionspartner. Das wird aber von uns verlangt und der Hepp hat es ganz richtig gesagt, die Menschen wollen umsteigen, aber sie werden nur umsteigen, wenn sie entsprechend Infrastruktur vorfinden und das werden wir in der nächsten Legislaturperiode ganz vehement angehen müssen. Noch eine Frage zum Thema Verkehr und ich möchte wieder eine kurze Runde. Wie stehst du zum Bau der zweiten Stammstrecke, falls Geld dafür kommt? Herr Monatzeder. Also schlicht und einfach, ich sehe das Geld nicht. Was hier erzählt wird, ist wieder Schaumschlägerei. Wir diskutieren die Strecke mittlerweile seit 15 Jahren. Immer wieder wurde es gesagt, man bringt die Finanzierung zusammen. Jetzt geht es um die Flughafenanteile. Herr Oberbürgermeister hat so locker mal gesagt, die Mittel der Landeshauptstadt München würden zur Verfügung stehen. Allerdings sehe ich nicht, dass das beim Freistaat so einfach möglich ist, beim Bund schon gleich gar nicht. Da müsste erstmal das gesamthaushalterisch vereinnahmt werden. Dann müsste der Verkehrsausschuss erstmal entscheiden, ob er das Geld dann für München freigibt. Wir wissen alle, dass es eine ganze Reihe von Verkehrsprojekten in dieser Republik gibt, wo Geld fehlt. Also ich sehe nicht, dass die Finanzierung steht, noch dazu, wo die Strecke immer teurer wird. Okay. Frau Nallinger? Ich glaube, uns allen ist klar, dass wir den Ausbau des S-Bahn- und des Regionalverkehrs brauchen.
Wir brauchen ihn, damit wir nicht im Verkehr ersticken. Wenn wir nämlich die Münchnerinnen und Münchner davon überzeugt haben, aufs Rad und auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen, dann werden unsere Straßen vollgestopft durch die Bewohner im MVV-Raum. Und was noch viel bedeutender ist, immer mehr auch durch Bewohnerinnen und Bewohner, die außerhalb des MVV-Raumes leben. Und deswegen wirklich die Zahl, 50% der Einpendler nach München kommen außerhalb des MVV-Raums. Das heißt, die kommen aus Traunstein, aus Ingolstadt, aus Augsburg. Und wenn wir das nicht schaffen, dass wir den Regionalverkehr als System sehen, als Verkehrsverflechtungsraum, und wenn wir das nicht schaffen, dass wir den zeitnah ausbauen, dann glaube ich, dass wir im Ballungsraum München ein erhebliches Problem haben. Ich gebe dem HEP vollkommen recht, ich sehe die Finanzierung des Tunnels in keinster Weise, und deswegen haben wir den konstruktiven Vorschlag gemacht, erstmal Maßnahmen durchzuführen, die wir auf jeden Fall machen müssen. Das heißt, dass wir die Außenäste ausbauen müssen, wir müssen da neue Gleise bauen, weil der beste, der schönste Tunnel nützt nichts, wenn wir die Außenäste nicht ausbauen, und wir müssen pragmatisch vorgehen. Und das heißt für mich eben auch, dass wir nicht immer gleich das Optimum sehen, sondern wir können den Takt auch schon mal verbessern, wenn wir ihn von 20 Minuten auf 15 und in manchen Strecken auf 10 Minuten reduzieren und einige S-Bahnen am Hauptbahnhof erstmal enden lassen. Dann könnten wir nämlich in 2 Jahren schon ein verbessertes System anbieten. Herr Hönning. Zur Finanzierung ist schon alles gesagt. Deswegen möchte ich sagen, ich bin für eine zweite Stammstrecke, aber nicht durch einen zweiten Tunnel unter dem ersten, sondern über den Südring. Das, glaube ich, ist der richtige Weg. Dankeschön. Auch aus stadtplanerischer Sicht, weil ich kann nicht einfach sagen, ja, momentan wollen ja alle über den Marienplatz fahren. Ja, ein Wunder, wenn man woanders nicht umsteigen kann vernünftig. Aus stadtplanerischer Sicht ist es, finde ich, besser, wenn man dezentral ein Netz aufbaut mit vielen Knotenpunkten, auch außerhalb. Und das Geld, was wir dadurch gewinnen, das investieren wir besser in die Außenäste, weil es hilft uns doch nur ein Gesamtkonzept weiter. Es hilft uns doch nichts, wenn ich hier auf 2 Tunneln sozusagen durch die Stadt komme, wenn ich andererseits für die Außenäste dadurch Verschlechterungen habe, dass die Leute wieder zurückfahren müssen, dass sie weitere Umstiegswege haben, teilweise schlechtere Takte haben. All dies muss man, wie du sagst, pragmatisch angehen. Man muss auch mal überlegen, muss wirklich jeder Zug durch die gesamte Stammstrecke fahren, oder kann ich da auch mal vielleicht 2 sammeln an den Enden der Stadt und sozusagen, oder in einem höheren Takt kürzere Züge nehmen, die ich dann zusammenschließe, wenn sie durch den Tunnel über den Südring fahren. Das wäre mein Credo, lieber dezentral, lieber ein bisschen besser, also lieber das Geld investieren in Organisation, bevor man es in Elektronik steckt, bevor man es in Beton steckt. Gut. Die Zeit drängt, Tatwort steht schon in den Startlöchern. Nicht der Tatort, sondern Tatwort. Gut, es ist eine Frage, die ganz aktuell ist, und wirklich 2 Sätze und keine Thomas-Mann-Sätze. Weil die Stadt so schön ist, steht jetzt wieder auf dem Tapet Olympiabewerbung 2022. Als Oberbürgermeister, wie stellen Sie sich dazu? Der wartet auf den Bürgerentscheid und wie die Bürger entscheiden, ganz einfach. Frau Nallinger? Die Grünen haben einen ganz klaren Beschluss, und als Oberbürgermeisterin würde ich natürlich den grünen Beschluss genau noch mal hinschauen, der nämlich sagt, dass wir uns nur bewerben, wenn 2 Dinge eintreffen. Das eine ist, dass wir die Bevölkerung fragen, und zwar nicht nur in München, sondern auch in Garmisch. Und das zweite ist, dass die Vertragslage, die bisher mit dem IOC geherrscht hat, es ist nicht hinnehmbar. Wir würden nur mitmachen, wenn wir auf Augenhöhe sind, und das sehe ich in keinster Weise. Das muss ich allerdings dazu sagen. Herr Hönning? Also ich bin zwar ein Freund von Visionen, aber nicht von Utopien, vor allem wenn sie sinnlos sind. Garmisch wird nicht höher, dadurch, dass Olympia kommen mag. Es wird nicht schneesicherer, es gibt sehr viel schneesichere Regionen, und mit dem IOC finde ich es, das ist nicht der Verband, mit dem ich als Kommune verhandeln will. Das ist nicht der Verband, wo ich akzeptieren will, dass der Milliardengelder abschöpft und auf den Kosten die Kommune hängen bleibt. Und das zeigt die Vergangenheit, das zeigen die vergangenen Winter-Olympia-Ausrichtungsstädte, dass die Kommunen dort
draufgezahlt haben. Und von daher ist von meiner Seite ein ganz klares Nein, weil wir können hier stundenlang akademische Diskussionen führen, wie wir das Geld für Kinderbetreuung und andere dringende Sachen herbekommen, wenn wir es dann in solche Schaufensterprojekte raushauen, wo sich nur irgendjemand wieder ein Denkmal setzen will. Dagegen bin ich gegen diesen Stil von Politik. Wunderbar. So, wie immer gibt es noch tausende Fragen. Der Abend ist noch eine Weile, vielleicht beantworten die Kandidaten auch die ein oder andere noch im direkten Gespräch, weil ich aber hier eine harte Zeitvorgabe habe, komme ich zur Schlussrunde. Und weil ja nun demnächst die Entscheidung ansteht, ist meine letzte Frage an Sie. Warum haben die Grünen mit Ihnen die besten Chancen, den nächsten OB zu stellen, also über das grüne Wählerpotenzial, was oder die Mitglieder hinaus. Und gerade hat der Herr Monatzeder angefangen, die Frau Nallinger ist dran. Ich bin eine Gestalterin, ich habe viele Ideen für München, mir macht Politik Spaß, mir macht politisches Gestalten Spaß, mir macht es vor allem Spaß, gemeinsam mit Menschen Politik zu gestalten, gemeinsam mit euch. Ich kann Menschen für Politik begeistern, Menschen zum Mitmachen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass sich wieder mehr Menschen an der Politik beteiligen. Wir Grüne sind diejenigen, die das praktiziert haben seit vielen Jahren von Anbeginn. Und deswegen glaube ich, dass man mit mir den neuen Politikstil hier in München umsetzen, dass wir gemeinsam hier in München große Visionen auch umsetzen, weil ich große Visionen habe für München, grüne Visionen. Und ich glaube, gemeinsam mit euch können wir hier in München sehr, sehr viel erreichen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich für den Wahlkampf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung organisieren kann an Leuten, die was verändern wollen in dieser Stadt, weil ich gezeigt habe, man kann konkret was verändern vor Ort. Wir werden sicher den einen oder anderen verlieren, der mit politischen Scheuklappen durch die Landschaft läuft, aber für jeden von denen werden wir 10 oder 100 neue gewinnen. Ich selber laufe nicht mit politischen Scheuklappen durch die Gegend. Ich bin offen für Gespräche mit allen in dieser Stadtgesellschaft. Ich bin sehr gut vernetzt mit anderen Gruppen in dieser Stadt und bin sicher, dass wir da einfach ein breites Bündnis organisieren werden, dass wir viel Begeisterung wecken werden, dass die uns unterstützen, weil alleine werden wir diesen Wahlkampf nicht schultern. Wir sind gewachsen, aber wir sind zu wenige. Wir werden, wenn wir München stark verändern wollen, werden wir breite Gruppen in der Bevölkerung brauchen. Und ob sie nun enttäuscht sind von den Grünen oder noch nicht zu uns gefunden haben, wir müssen sie gewinnen oder zurückgewinnen. Und dafür stehe ich. Weil ich gezeigt habe, dass ich als Bürgermeister kann, weil ich der Meinung bin, dass man die Wahlen auch nur in der Mitte gewinnt. Das heißt, man braucht ein breites Spektrum an Zustimmung. Es reicht nicht nur, wenn die Grünen den Oberbürgermeister wählen. In dieser Stadt müssen auch andere Menschen gewonnen werden, ihre Zustimmung zu geben. Ich glaube, das habe ich drauf. Das zeigt auch, dass ich sympathisch ganz gut ankomme. Also von daher bin ich der Meinung, dass ich das kann. Und die Visionen, die Vorstellungen, die spiegeln sich bei mir in Leitbildern, die ich für die Stadt habe. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Die Grundlage sind die drei Leitgrößen, die Leitprinzipien, Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Toleranz. Und an den dreien habe ich bis jetzt meine Politik ausgerichtet und werde es auch in Zukunft tun. Und von daher, glaube ich, hätten wir gute Chancen mit mir. Vielen Dank für die offene Diskussion, für 2 Stunden stehen hier oben, das ist auch nicht so leicht. Und ich glaube, ein Versprechen haben wir eingelöst, wir waren kontroverser als beim letzten Mal, den einen vielleicht zu, den anderen vielleicht immer noch nicht genug. Für all die Fragen, die jetzt offen geblieben sind, die gehen nicht verloren. Die schaut sich der Stadtverstand eh an. Sie können aber auch eh auf diese grünen Zettel all das, was offen geblieben ist, noch draufschreiben. Und das fließt dann auf jeden Fall in die Parteiarbeit mit ein. Ich bedanke mich ganz herzlich. Die Auswertung verkünden wir nachher noch bei den beiden Bewerbern und der Bewerberin.
Und jetzt ist für uns nochmal Erholung angesagt, Tatwort Improvisationstheater. Und einen Applaus hier und einen Applaus für die, die kommen. Dankeschön. Checken wir drauf. Gleichen Einstellungen. Soll einer in den Zuschauersaal und gucken? Ist vielleicht was von dir? Sag mal was. Hört man da was? Nein. Da hört man da draußen gar nichts. Sagen wir mal was. Ja, jemand, ich glaube, da ist kein Monitor. Weißt du, was ich mache? Ist da der Techniker nicht mehr da, oder was? Der Techniker ist nicht mehr da, aber die Mikros, probieren Sie mal eins von dem. Das kann man einfach so hin und her machen, die verschiedenen Sätze.
Jetzt müssen wir nur irgendjemanden haben, der mal hört, ob man da irgendwas hört. Wer so sagt, ein Techniker soll da sein. Das kracht. Es kracht schon mal. Christiane? 1, 1, 1. Das ist 2. 1, aber da kommt noch nichts. Da kommt noch kein. Schaut mal. Aber nicht unsere, oder? Ich habe jetzt umgesteckt. Auf 2, 3 und 4. Auf alle Fälle nehmen wir doch zwei von den anderen und schauen, ob wir eins von uns. Eins. Sagen, was los. Wir haben jetzt unsere eigenen Mikrofone eingesteckt, aber. Da oben. Da geht es sogar richtig. Gehen wir mal weg. Es waren die drei hier. Waren ursprünglich hier auf 2, 3 und 4 gesteckt. Ich hatte ursprünglich auch. Monitor gibt es keinen, gell? Nee. Wach. Nee. Ja. Drei Stück. Oder sollen wir... Bitte? Müssen wir testen. Da kommt 1, 1, 1, das bin ich. Das bin ich. 2, 2, 2 bin ich. Ich müsste auf Kanal 3 kommen. Ja, genau. Nee, man hört nichts. Also das Signal kommt an. Dann müsste eigentlich was rausgehen. Vorher auch. Diese Box. Dann ist er schuld. Deswegen ist jetzt der Hepp schuld. Ja, der Hepp ist schuld. Ich meine, ich kann probieren, dass ich die da unten einstecke. Ja, dann ist er auch nicht schuld. Ja. Er hat sich ja nicht selbst. Ja, weil sonst brauchen wir gar nicht mehr spielen. Ihr Lieben, wollen wir nicht Plan B machen und doch die anderen beiden Mikrofone testen und hernehmen und eins von uns dazu machen? Mich hört mal. Also hier, ich gebe ein Signal, schau. Eins, 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 eins.
La 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 la. Wurde hier irgendwas ausgesteckt, während du dein Keyboard an... Test, test, test. Warte mal ganz kurz, Vorsicht. Ich glaube, einer muss einfach immer sprechen. Gar nichts mehr. Wenn wir was machen wollen. 1, 1, 1, 1, 1. Geht gar eigentlich gar nicht, weil dann können wir, also, aber wo? Das war die Christiane. Ja genau, irgendwas singen und tanzen, die sind gleich soweit. Jetzt hört man dich, man hört dich. Hört mich? Super. Mach weiter. Ich mach weiter? Ja. Ich rede weiter, oh Hoffnung, aber es ist ein bisschen laut. Und du? Sprich einfach weiter. Also ich spreche weiter, dann doch da oben umschalten. Und jetzt hört man mich nicht mehr, ne? What's the difference? Es ist Licht am... Man hört mich. Eben, eben. Horizont, ich spreche jetzt einfach. Weiter. Headsets. Sag mal, ich kann jetzt gerade nicht reden über die Dinge. So länger dauert das. Wenn man mich gerade hört, bin ich nur hier drin oder auch draußen? Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich leider. Wir haben ein kleines technisches Problem, weil unsere Headsets nicht funktionieren. Es geht gleich los. Ja, aber eine hört man. Eins, eins. Hört man mich auch? Check mal, ob man Werner hat. Ja, hörst sprich du mal. Hörst du mich? Nein. Ich höre mich hier. Ich spreche. Eins, spreche, eins, ich spreche, zwei. Ich spreche. Ich bin blau. Sprechen, ich müsste sprechen. Eigentlich auf drei kommen. Sprechen, sprechen, sprechen. Ich müsste eigentlich auf drei kommen. Da kommt nichts. Es geht. Auf drei, drei, drei. Ja, drei. Scheiße. Geht meins auch? Geht meins noch? Ja. Ja. Wo ist denn, wo ist denn der... Wo sind die Boxen? Also von hier habe ich es, ich habe keine Ahnung, ich glaube da. Kommen, eins, eins. Mich hört man wohl. Eins, eins, eins. Ja, aber eins, eins, eins. Da, ja, da war was, ja. Jetzt hört man Werner, man hört dich. Ja, du warst zwei, eins. Also zwei. Eins, eins. Super. Ja. Ich bin da. Super. Hört man mich? Ja. Zu leise noch. Zu leise. Ein bisschen zu leise. Ach, lass uns mal. So. Ich höre mal ab. Ja, ein bisschen lauter machen wir es noch, oder? Lauter. Lauter? Nee, es ist zu laut. Leiser, lauter. Hört man uns gut, ja? Ja. Improv Theater. Improv Techniques. Improv Microphone. Wo ist das Glück? Ich habe die zwei. Okay. Ich glaube, wir dürfen ein bisschen mehr Stoff essen. Vielleicht auch jetzt. Also, ist jetzt schon. Ja. So, die technische Einrichtung hat dann funktioniert. Das heißt, Improvisationstheater hat auch technisiert. Wenn Sie mit der Platz nehmen würden, dann würden wir jetzt kulturell. Dankeschön. Ja, man hört uns gut, oder? Okay, wir können so gut improvisieren, wir kommen auch ohne Technik klar. Das ist extrem laut. Meins ist laut, ne? Sag ich doch. Ist da noch jemand da? Und jetzt? Besser? Ja, bis alle sitzen, können wir noch ein bisschen testen. Ja, ich rede so lange, bis alle sitzen. Und die das ist eine Drohung. Also Christian ist sehr laut und ich glaube, ich bin sehr leise. Also jetzt ist aber gar nicht mehr laut. Und du? Wie ist es? Hört man uns so? Ja? Okay. Gut. Das nicht, gell? Hört man das? Leise. Das ist immer noch das Leiseste. Ja, perfekt. Kannst du mir noch näher hin? Ja, jetzt. Weil ich muss es irgendwie hier hinbappen. Also, warte jetzt ja. Normal habe ich da immer so ein Leukoplast, gell, aber jetzt, halt ja, jetzt passt. Jetzt schauen Sie halt nicht so ernst, Sie haben es doch schon hinter sich. Soll ich das sagen? Kein Mikrofon. Ah ja. So. Fangen wir an. So. Ja, dass wenn ich bappen könnte. Zum Streifall.
So. Dankeschön. Hallo. Hallo. So, ich hole mir jetzt, glaube ich, noch ein Gaffertape und pappe mir das Mikrofon hier hin. Wer noch Lust hat, nach unserer kleinen Technikeinlage uns zuzuhören, der könnte sich ja hinsetzen und wer ratschen will, kann ja rausgehen. Also wer Bock hat, bleibt, wer nicht will, geht raus. Wäre schön. Ja. Gib mir ruhig einen reiß mal ab gleich. Gleich herrichten. Wir stellen uns mal kurz vor, oder? Also, ja. Dass wir von dort Improvisationstheater sind, das ist, glaube ich, inzwischen schon durchgedrungen. Unsere Namen dann im Einzelnen wären der Philipp an den Tasten. Der kommt und geht. Da ist die Birgit, neben mir der Werner und ich bin die Christiane. Und wir improvisieren. Hat jemand von euch schon mal Improvisationstheater gesehen? Ah, ganz viele. Nur die hier vorne. Die Gegenprobe wäre noch nicht. Und der Rest weiß nicht mehr, oder? Alles klar, ein bisschen Frischfleisch ist da, das ist immer gut. Dann würde vielleicht jetzt jemand hochkommen und erklären, was es ist. Nein, das machen wir selber. Ja? Ja, das machen wir selber, ja. Hast du ihn aber gerettet. Du wolltest Partizipation. Nein, ja, klar. Wenn wir schon per Du sind. Vollkommen klar. Nein, Improvisationstheater heißt, wir brauchen natürlich euch, eure Ideen, eure Vorschläge, die wir dann hier sofort in eine Szene umsetzen werden. Das heißt, zum Beispiel eure Namen. Unsere Namen habt ihr ja schon erfahren. Also wenn wir jetzt eure Namen auch noch gerne hätten, und zwar einfach, ich zähle vielleicht bis drei und ihr ruft einfach mal euren Vornamen hierher zu uns auf die Bühne. Bei drei euren Vornamen. Eins, zwei, drei. So. Danke. Wow. Genau, die mit einer Silbe sind im Vorteil. So, ich habe es mit schwarz hingebappt. Sieht cool aus, ja, oder? Super. Tom sitzt hier, der findet es, glaube ich, auch gut. Ich würde von den Namen würde ich dann gleich viel, viel weiter ins Private gehen, wenn ich ehrlich bin. Also nicht ganz privat, aber vielleicht mittelprivat, um mal so die Stimmung im Raum zu orten. Welches ist euer Sternzeichen? Kurz mal überlegen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ne, das war klar, Tom. Du hast es mit den einsilbigen Sachen, ne? Finde ich sympathisch. Okay. Jetzt sehe ich so einige leere Flaschen so auf den Tischen stehen. Wenn ihr jetzt so in der Bar wärt und ihr könnt so euren Lieblingscocktail bestellen. Was bestellt ihr? Eins, zwei, drei. Nix, Gin Tonic. Wasser. Das war jetzt zu schnell. Das war jetzt zu schnell. Ja, manchmal ist Entscheidungsfreude einfach angesagt. Zum Beispiel, wenn ihr euren Lieblingspizzabelag wählt. Euer Lieblingspizzabelag. Eins, zwei, drei. Genau, oder super. Ein Musikinstrument. Eins, zwei, drei. Eure Lieblingsfarbe. Eins, zwei, drei. Ein Werkzeug. Eins, zwei, drei. Richtig. Wunderbar. Bei der Hammer sind wir beieinander. Das ist Massensuggestion. Aber bei der Lieblingsfarbe hat keiner grün gesagt. Habt ihr das gemerkt? Ja. Ja, grün. Du schaust ja. Grün ist ja keine Farbe, grün ist eine Einstellung. Okay. Das hast du schön Danke gesagt. Übrigens bei jeder Partei. Fast immer passend, ne? Nee, gut. Ich würde sagen, wir spielen jetzt gleich mal los für die, die noch geblieben sind und noch was sehen wollen. Genau, und ich habe ja vorhin schon mit dem Privaten angefangen. Jetzt werde ich doch noch privater. Es geht um Gefühle. Also ein paar Sternzeichen können das. Ich hole mal Wieso? Kurz mein Wollen wir nicht erstmal noch so eine lass mal die Gefühle noch kurz ruhen. Ja. Schade, ich konnte kaum noch warten. Wollen wir mal kurz noch die Gefühle noch... Damit okay. nicht der Saal gleich zum Kochen kommt. Ja, wir brauchen einfach nur irgendeinen Schauplatz, an dem es losgeht. Irgendeinen Schauplatz, bitte? Im Rathaus. Rathaus, im Rathaus. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Im Rathaus, schauen wir mal, da geht es los. Wir werden nicht ewig im Rathaus bleiben. Das heißt, wir werden verschiedene Szenen spielen. Zwei von uns spielen eine Szene, die im Rathaus spielt. Der dritte schaut zu, wird es abklatschen, austauschen, in die Position gehen und daraus eine völlig neue Szene, einen Ort spielen, zumindest mit einer neuen Idee. Lasst euch mal überraschen, wir fangen im Rathaus an und lassen uns selbst auch überraschen, wo wir noch landen werden. Viel Spaß. Du. Frau Oberbürgermeister, das finde ich toll, dass Sie Ihr Rathauszimmer selber sauber machen. Ja, klar, das ist Partizipation, das ist alles. Fantastisch. Aber es wäre super, wenn Sie jetzt mal hier mit dem Staubwischen anfangen könnten. Natürlich. Eigentlich waren wir übrigens per Du. Stopp! Also ich habe jetzt eine Latte Macchiato, eine Sacher... Was hätten Sie sonst noch gern?
Gehilfe, das ist so. Eine Sachertorte mit extra Sahne und ein gemischtes Eis, bitte. Bin ich Ihnen sofort, kein Problem. Oh. So. Sagen Sie mal, aber behindertengerecht ist Ihr Kaffee vernetzt. Ja, mein Gott. Schnitt. Mein neues Dienstfahrrad. Muss man mit den Armen pedallos treten. Aha, verstehe. Ja. Er kommt nur sehr schwer vom Fleck, leider. Bitte schön. Erfrischungstücher, danke. Genau. Das kann ich brauchen. Mia, ich weiß einfach nicht, was ich mal werden soll. Ach ja, Moment. Ich mache jetzt einfach in dem Berufsberatungsbuch so. Und das mache ich dann. Lies mal vor. Warte mal. So, mein Mädchen. Das ist doch ein schöner Beruf. Erzieherin! Ah, gebraucht! Das ist ein Mangelberuf. Ja. Das Blöde ist, du kannst mit Kindern überhaupt nicht umgehen. Nee, ich hasse Kinder. Das ist doof. Was könnten wir dann machen? Ist egal. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin der neu eingeführte Helfer für ältere Menschen. In der Not, auf der Straße. Ja, aber entschuldigen Sie bitte, ich bin erst 41. Schnitt. Otto, mein Gott, du hier am Klassentreffen, das hätte ich ja nie gedacht. Toll, was ist aus dir geworden? Erzähl, all die Jahre. Was soll ich sagen? Ich meine, ja? Ich habe natürlich sowas gebracht. Ehrlich? Ja, ich bin Bezirksausschussvorsitzender und ich habe Macht. Oh. Wow, toll. Und was machst du da so den ganzen Tag? Hast du da auch was zu tun? Nö, weil wir haben kein Geld, das wir ausgeben können. Wir arbeiten ganz fleißig. Okay. Wir treffen uns dreimal die Woche. Wow. Wir organisieren alles Mögliche. Echt? Ja. Könnt ihr das überhaupt? Organisieren ist doch gar nicht eure Stärke. Schnitt. Tut mir leid, das war jetzt einfach falsch geparkt. Ach so, ja. Also, entschuldigen Sie, ich weiß, Autos sind in der Stadt nicht mehr erlaubt, aber... Ja. Es ist ein Oldtimer, ja, ist... Es ist ein Oldtimer, eben. Haben Sie mal über die Emission nachgedacht. Das ist doch egal, hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um Gefühle. Hier geht es um mein Baby. Irgendwo verstehe ich Sie ja. Sehen Sie, ich hatte auch mal... Mit einer der letzten Autos... Ich gestehe das, ich habe ihn immer noch in der Garage und manchmal fahre ich heimlich nachts um den Starnberger See. Echt? Können Sie ein Auge zudrücken? Ich nehme Sie auch eine Runde mit. Okay. Und ich weiß, ich habe all die Jahre immer meine ganzen Steuergelder ausgegeben für Kindergartenplätze, aber wie schaut denn das jetzt aus mit Altenheimplätzen? Oh, darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Dankeschön, bis dahin mal erstmal. Dankeschön. Dankeschön. Das, was ich da jetzt so gemacht habe, habt ihr ja gleich begriffen, das war so unser Vorhang, ne? Weil wir den jetzt nicht mehr extra auf und zu machen ja, steht wollen, Klavier, da werden einfach ja. Die Szenen ja. Abgewunken. Aber ich will jetzt Gefühle. Ja, du wolltest mir leid. Kommt ruhig rein, Frau Korf. Ja, kommt ruhig nicht vor. Insofern, ich bräuchte jetzt von euch verbal Gefühle. Gefühle, die ihr schon hattet, von denen ihr schon mal gehört habt, die ihr schon mal im Fernsehen gesehen habt, sofern ihr einen besitzt. Wut. Stolz. Sauer. März. Danke. Ich wollte nämlich gerade sagen, es kommen nur Gefühle. Woher? Wurscht, gar nicht. Begeisterung, danke schön. Begeisterung. Die Leidenschaft. Ah, sehr schön. Gefühle, auch so in den hinteren Ecken. Mal schon mal gehabt, schon mal gehört. Gibt so. Wenn es euch hilft, ich komme auch gern zu euch. Also, ja. Ja. Bürgernähe. Bürgernähe, ja. Auf Augenhöhe. Mach dich ein bisschen runter. Das wäre schon gefühlt. Gram. Gram. Guck mal, Gram. Die
Die Frau schaut dich an und sagt, Rahm. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Eifersucht. Ja, der Herr ist eifersüchtig, Frau Gram bei mir empfindet. Er würde es auch gerne. Hast du schon genug? Nee, positive brauche ich definitiv noch. Bitte enttäusch positive, mich starke, nicht. Positive, starke, Freude. Positive. Freude. Hoffnung, danke. Freude. Hoffnung, Freude. War das? Das reicht, genau. Noch dazu. Wie heißt du? Ah. Wie heißt du? Das hier. Ich möchte jemanden, der Ekstase sagt, persönlich. Alfred ist der, die Ekstase, das merke ich mir. Okay. Aber wo wir Positives schon im Raum haben, kann ich mit was etwas aushalten. Was macht ihr denn nicht so gerne? Bügeln. 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 Mhm. Bügeln. Bügeln. Ja, bügeln ist schön. Nee, nehmen wir ruhig Bügeln, wir haben mehrere. Ich glaube, Bügeln polarisiert, das nehmen wir. Ja. Werner und Birgit werden jetzt bügeln, aber so einfach ist das Ganze nicht. Ich werde nämlich immer wieder eines dieser Gefühle einwerfen und dann müssen die beiden in diesem Gefühl begründet weiterspielen. Viel Spaß! Friedrich, ich sehe gerade, dass du das Brett und das jetzt aber hast du überhaupt auf der Hand? War ich ein bisschen. Ich habe letzte Woche meinen Antrag eingereicht. Ehrlich? Stopp, ja. Gram. Ja, ewig nicht bearbeitet. Ich weiß, und irgendwann müssen die Hemden gebügelt. Ja. Das ist ja nett von dir. Dich an mein. Nachdem ich. Aber das können wir auch einfach. Irgendwann mal schön auf. Oh. Oh, ist nur für dich Stadtratssitzung. Ach, da tut es. Egal. Ja, ja. Dann nimm doch was. Ja. Genau, weil ich es gebügelt habe, sowieso. Ja. So. Stopp, Ekel. Sag mal. Dass du mich jetzt gerade daran erinnerst. Ah. Aber du hast es auch angefasst, oder? Hast du deine Hände vorher mit Sakrotan? Ich meine. Nee, habe ich ganz vergessen. Du kennst die Reglementierungen, ja? Oh, Gummihandschuhe, ja. Das ist okay, Gesundheits-, die Gesundheitsabteilung bei uns in der Familie, die steht immer reinigt. Ich bin überhaupt nicht in der Gesundheitsabteilung. Warum bestimmt ihr über mich? Stopp, Hoffnung. Du kannst dir einen Antrag stellen, dass du in der Gesundheitsabteilung auf. Die Familie besteht aus 3 Personen. Peter. Ja. Vielleicht schaffe ich es. Natürlich. Verwählt ihr mich ja. Wir haben diese Abteilungen zu besetzen bei uns. Oh mein Gott. Das wollen wir auch anteilsmäßig. Geschlechtsspezifisch und so weiter. Dann wäre ich doch auch mal dran. Ja. Stopp, Eifersucht. Ja, ich will auch dran sein. Wieso? Ihr seid 2, du und Peter. 2 Männer, 1 Frau. Ja, ich weiß, aber trotzdem werden die Frauen uns immer. Ja. Hab Wut. Weil wir besser bügeln können als ihr. Schnauze! Das, was du immer predigst. Wie? Das Bügel. Song. Song. Mal die Handschuhe aus, ich mag
So, ich könnte auch mit Arsch spülen. Oh, Schmerz! Oh. Aha! Ah. Oh, da ist der Dampf aufgestiegen. Ah, ich hol gleich mal einen Kühlschrank. Sehr gut. Oh. Stopp, Ekstase! Oh. Liebe! Brett, wo fahren wir hin? Es hat sowas von Gott. Ja. Ich gondel durch und auch bleiben, Schatz. Gemeinsam. Ja. Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön für die schöne Bügelmusik. Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Jetzt könnten wir den Raum wechseln. Den Raum wechseln, genau. Nach so viel Bügeln. Vielleicht einen Raum nehmen, wo wir mal alle drei sein könnten. Ja, oder? Das wäre eine gute Idee. Wäre schön. Okay. Also ein Raum, wo circa 3 Personen sein können. Auch mehr. Ein Opernhaus. 3 Personen ganz allein? Ja, Opernhaus. Ja? Fein, dann sind wir im Opernhaus. Ist dein Vorname? Sind in einem Opernhaus? Dana. Mit D. D. Dana. Dana mit D. Das heißt, der erste Satz wird mit D losgehen. Mhm. Zweiter E. Mhm. Und so werden wir uns einmal durch das ganze Alphabet spielen im Opernhaus, bis wir wieder beim D wie Dana angekommen sind. Schauen wir mal. Viel Spaß. Okay. Ein Halbton tiefer. Finden Sie, Herr Konzertmeister? Dies ist ein Halbton tiefer. Haben Sie das gehört, Frau Kollegin? Ich habe so lange geprobt. Ich bin ja der Meinung, dass Sie meine Partie niemals erfüllen können. Jolanka, Sie sind einfach in die Jahre gekommen. Kannst du dich mal ein bisschen zurückhalten, du kleines dummes Huhn, und triff erst mal den Ton. Lassen Sie bitte das Du. Ich möchte gesiezt werden. Meine Damen, machen Sie doch einfach Ihren Job. Nein, Pavel, diese Frau ist kein Ersatz für mich. Quatsch mit Soße. Reißen Sie sich zusammen, Jolanka. Silenzio muss der Ton angegangen werden. Tremolo habe ich noch gar keins gehört von Ihnen. Und was meinen Sie dazu? Wirre Diskussionen bringen uns nicht weiter. X-mal habe ich gesagt, dass ich bei den Proben ohne diese Dame sein möchte. Yoga solltest du versuchen, mein kleines Kind, weil das erdet dich ein bisschen. Aha. Bitte, können wir jetzt noch mal bei Takt 42 einsetzen? C-Dur! Dann wäre ich ja fertig. Dankeschön. Ah ja, genau. Jetzt hätten wir vielleicht mal gern einen Gegenstand, um den es gehen könnte. Ein Gegenstand, der bei euch schon seit langer Zeit so auf dem Speicher liegt und wo ihr euch denkt, mein Gott,
Das habe ich ja völlig vergessen, dass das noch auf dem Speicher liegt. Was fällt euch da ein? Was für ein Gegenstand? Bitte? Türen. Eine Tür. Eine Tür, danke dir. Okay. Eine Tür und unsere nächste Szene, die meine beiden Kollegen spielen werden, wird eine Szene um eine Tür sein. Eine ganz einfache, normale Türenszene. Bitte. Winfried, na endlich. Ja, was denn, Sibylle? Schau mal, die ist doch schön geworden. Die habe ich wieder ganz und gar restauriert. Ja. Mit den Intarsien und so, das hätte ich nicht gedacht. Fantastisch. Schön, ne? Passt auch irgendwie in deine Neubauwohnung. Ja. So eine Jugendstiltür. Ach, sei doch nicht immer so. Ich habe halt so ein Faible fürs Alte. Und der soziale Wohnungsbau, der gibt einem halt nur eine Neubauwohnung. Was heißt du hast ein Faible fürs Alte, meinst du mich damit? Oh nein, jetzt nimm doch nicht immer alles so persönlich gleich. Na ja. Deine Tür, ja. Bitte. Ich meine, es ist ein gewisser Altersunterschied zwischen uns, aber das ist doch kein Problem. Für mich. Und warum kriege ich dann keinen Schlüssel für diese Tür? Ist schon gut, ich hab's verstanden, ich gehe. Und? Bis dahin. Die kürzeste Beziehung meines Lebens. Ja. Und auch wirklich eine relativ unspektakuläre Szene und daher auch ohne Applaus zu Super, ihr seid ehrlich. Ja, das war auch ich. Aber das war natürlich Absicht. Das wollten wir. Wir wollten extra was ganz Harmloses spielen, weil wir es jetzt verändern wollen. Wir hätten jetzt gerne von euch irgendwelche Stile oder Genres, die ihr aus Fernsehen, Film und Theater kennt. Und die gleiche Türenszene wollen wir jetzt in einem anderen Stil, in einem anderen Genre sehen. Was würde euch interessieren? Horror, Tatort, Action. Was wollt ihr? Action? Nee. Telenovela? Also Horror oder Horror, Tatort oder sowas. Road Movie. Bollywood. Also Western, also ist alles dabei. Mir wird ja alles gefallen. Also Horror, Krimi, fangen wir mit dem Horror an. Der kam ganz am Anfang. Öfteren nehmen wir eine Horror-Türen-Szene. Zunächst ein Hast du wieder deine Mutter durch die Tür geschickt? Ja. Bitte nicht. Bitte nicht. Ohne Schlüssel. Winfried, nein, ich sag auch nie wieder, dass du mir zu alt bist. Weißt du, Sibylle, ich mag alt sein. Aber nur du wirst nie alt werden. Schön. Ein schöner Horror, so habt ihr euch das gedacht. So,
So, jetzt vielleicht als Kontrastprogramm etwas anderes, vielleicht was ein bisschen sympathischeres. Bollywood, ihr wollt unbedingt Bollywood. Was finden die Menschen alle am Bollywood so gut? Aber gut, ja, traut ihr euch das zu? Könnt ihr das? Bollywood? Ja, ihr seid ja Bollywood-Typen. Ja, ja, klar. Klar. Okay, eine kleine Bollywood-Szene. Bitteschön, die Türe. Puri musik ul se yuk sake duri vase dushi gare hai dun om namah shivaya om namah shivaya om namah shivaya om namah shivaya. Oh, Winfried. Sibylle Nann. Winfried, ich habe mit meiner Familie gesprochen. Oh. Sie haben mir diese Tür von meiner Großmutter gegeben, mit altindischen Intarsien. Sie ist unser Hochzeitsgeschenk. Aber Sibylle Nann, diese Tür ist eine Tür zur anderen Kaste. Eben da müssen wir durch, wir beide. Ich bin da schon, aber wir müssen zusammengehen. Du unreiner Deutscher. Meinst du nicht, ich bin zu alt, um in eine andere Kaste zu gehen? Nein, wir glauben an die Wiedergeburt. Bin ich ja vor dir wiedergeboren? Winfried, ja. So wird es sein. Ja. Aber Sibylle Nann, ich will gern diese Tür. Düssel hier dafür. Fried, meine Familie liebt dich schon, auch wenn du unrein bist. Aber das schaffen wir jetzt. Pass auf, ich öffne die Tür jetzt. Ich kann dich nicht über die Schwelle tragen. Das müsstest du dann machen. Ich mich selbst über die Schwelle tragen? Nicht. Natürlich, das ist das Karma. Ich meine, das ist das... Winfried, lass es. Geh einfach mit mir da rein. Gut. Hm? Ja? Ja. Und du bist sicher, du willst? Natürlich. Ich dann will am anderen Ende ankommen. Auf in ein neues Leben. Meine Familie steht nämlich hinter der Tür. Und zwar die ganze. Lied, oder? Nern handen day garden. In der Garden. Ja, es ist 2005. Das ist Winfried. Er kommt aus Deutschland. Und er ist ein Grüner. Bollywood, wunderbar. Sehr schön umgesetzt. Danke, ja. Ja, wir haben uns im indischen Gesang versucht zusammen. Versuch. Genau. Jetzt hätten wir gerne für den Abschluss ein Tier, um das es gehen soll. Irgendein Tier. Nilpferd, okay, das nehmen wir. Nilpferd. Und ja, dieses Jahr waren ja die Schäffler wieder ganz aktiv und Schäfflerhandwerk ist ja ein Handwerk, das man eigentlich gar nicht mehr so im Alltag so vorfindet. Fällt euch auch irgendein Handwerksberuf ein, der vielleicht schon bald ausgestorben und nicht mehr existent ist? Was gibt's da? Der Kesselflicker. Ja, der Kesselflicker. Schön. Den hatten wir, glaube ich, wirklich noch nie. Aber das ist ein ganz, ganz alter Beruf. Mhm. Gut. Nilpferd und Kesselflicker, es wird sich gleich von selbst erklären. Viel Spaß. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind heute zu unserer Sendung Berufe, die vom Aussterben bedroht sind. Ich habe natürlich wie immer einen Gast eingeladen, aber bevor wir Sie hier mit einem donnernden Applaus begrüßen werden, möchte ich Ihnen natürlich auch Herrn Pickel vorstellen. Herr Pickel wird alles, was wir sprechen, in eine von ihm erfundene Gebärdensprache übersetzen, damit alle, die auch nicht so gut hören, integriert sind oder auch diejenigen, die einen Migrantenhintergrund haben, etwas verstehen von dem, was wir jetzt hier sprechen. So, und nun
nun möchte ich Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht mehr länger auf die Folter spannen. Da ist sie, unsere Frau Schwertfeger. Hallo. Guten Tag, einen wunderschönen guten Hallöchen, Tag. Hallöchen, Frau Dr. Rübenzähler, ich bin außerordentlich froh, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Aber wir müssen auf die Zeit gucken. Sie sehen da vorne die Sanduhr. Ja. Sie haben immer nur 90 Sekunden pro Frage Zeit. Länger geht nicht. So, Herr Pickel, gell? Immer schön schnell übersetzen. Also, ja, Sie haben sich mit etwas sehr Abstrusen, geradezu Absonderlichen befasst. Nun verwenden Sie bitte schön nicht auch diese Worte, mit denen ich ständig konfrontiert werde. Ich finde, das ist überhaupt nicht abstrus, aber ich soll ja sofort auf den Punkt kommen. Genau. Also, ich sag's frank und frei heraus, damit ich gleich den Nagel auf den Kopf treffe. Ich habe mich ausgebildet in der Kunst des Kesselflickens. Das ja, ist ja wirklich etwas sehr Erstaunliches. Ach, da denken Sie jetzt, da wird der Hund in der Pfanne verrückt, das weiß ich jetzt schon. Kesselflicken. Wie muss man sich dieses Handwerk überhaupt genau vorstellen? Also, beschreiben Sie es uns doch einmal. Kessel, ja, also der ordinäre Teekessel zum Beispiel, ja, der kann Löcher bekommen. Aha, wenn er aus Metall wäre, ja, oder? Ja. Sie haben vielleicht auch schon diesen neumodischen Quatsch da. Ja, ich ja habe immer noch Metallkessel. Auch gut für das Eisen im Blut übrigens. Ach ja, die 90 Sekunden. Ja, also jedenfalls können diese Kessel, wenn man viel Tee trinkt, Löcher bekommen. Mhm. Und diese Löcher gilt es dann zu stopfen. Nun, haben Sie Nilpferde mit der ganzen Sache in Verbindung gebracht? Warum gerade Nilpferde? Nun, das geschah im Urlaub natürlich, als ich diese possierlichen Tierchen mal genau unter die Lupe nehmen konnte. Und da fiel mir auf, dass sie sich äußerst geschickt in der Feinmotorik anstellen. Nun ja, dann dachte ich, da machen wir doch mal ein paar Fallstudien. Aha. Frau Schwertfeger, jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn wir uns also so ein Nilpferd vorstellen und einen Kessel, sagen wir eben einen ordinären Teekessel, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Naja, also Nilpferde haben ja glücklicherweise diese unglaublich dekorativen Hauer, ja? Die Zähne. Zähne, genau, die meine ich. Diese großen, auffälligen Zähne. Und wissen Sie was? Mit diesen Zähnen können Sie einen Hammermechanismus in Gang setzen, der Ihnen selbst den kaputtesten Kessel flickt, und zwar wie eine Eins. Das ist ja wirklich sehr erstaunlich, dass das funktioniert. Das ist bahnbrechend. Ich habe gehört, am Anfang ging es so mit 3, 4, 5 Tieren los. Wie viele haben Sie mittlerweile im Einsatz? Ah, lassen Sie mich überlegen. Wir haben eine Zucht inzwischen von 5.377 Nilpferden hier in Deutschland. Mhm. Allerdings haben wir natürlich auch einige der Nilpferde outgesourced. Verstehe. Und der Tierschutzverein natürlich, der ist natürlich sofort auf die Barrikaden gegangen, als er das gesehen hatte, weil das natürlich nicht als artgerecht angesehen wurde. Ja, bla 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 bla, die malen dann immer den Teufel an die Wand und sagen, die armen Tiere. Ich bin da hingegen für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und ich garantiere Ihnen, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass diese Tiere glücklicher sind als zuvor. Also meine Damen und Herren, ich war ja auch bei der Frau Schwertfeger dort und habe diese Tiere gesehen, die hatten Spaß beim Kesselflicken, die waren lustig, da waren richtige Feten, eine richtige Sause ging da ab, da rumpelte es vor lauter Nilpferden, also donnernd sozusagen. Genau, genau, genau. Die sind glücklich wie, ach, wie Bolle. Wie Bolle. Ja. Ich möchte Ihnen nur noch Gelegenheit geben, Ihre Internetseite publik zu machen. Vielleicht ist irgendjemand interessiert. Apropos die Uhr, die ist jetzt schon ein paar Mal ja durchgelaufen. Ach, ja, ja. Ich habe es halt nicht so mit kurzen Sätzen. Ja. Ich muss die Dinge mal etwas ausführen. Ja, also, Ihre Internetseite. Meine Internetseite, mal wieder jetzt zurück die Chance zum Punkt zu kommen. Also meine Internetseite lautet www.happyhippo.com. Wunderbar, auf der happyhippo.com kann man alles
genauer erfahren, was Frau Schwertfeger mit ihren Happy Hippos, ihren Nilpferden so angestellt hat. Vielen, können Sie auch bestellen. Vielen Dank Ihnen für diese Ausführungen. Ja, gerne. Vielen Dank unserem Herrn Pickel und vielen Dank Ihnen, liebes Publikum. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, aussterbensbedrohte Berufe. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war's von unserer Seite vom Tatwort Improvisationstheater. Wir freuen uns, dass wir hier sein durften. Und ja. Jetzt haben Sie noch irgendwas, Frau Knob? Dann möchten wir. Wir müssen schauen, welches noch. Was noch funktioniert, genau, weil wir alle. Welches noch geht, genau. Ich glaube schon. Geht jetzt eins? Okay. Dann können wir schon mal gehen. Dankeschön. Ja, tschüss. Test, Test, Test. Jawohl, wir haben noch ein funktionierendes. Super. Okay. Also, das Ganze nochmal für Film und Fernsehen. Ja. Wahre Improvisationskunst, vielen Dank. Moment, das muss ein bisschen höher, sonst muss ich Sie so bücken. Ist okay. Frau Knob, erstmal vielen Dank, dass Sie hier mit uns da den Abend bestritten haben. Es war mit Sicherheit der schwere Abend im Vergleich zum Donnerstag, weil wir uns heute von unserer grünsten Seite gezeigt haben, nämlich von der diskussionsfreudigen Seite. Und es wurden auch viel hier auf unsere Zettel geschrieben, was wichtig ist für Münchens Zukunft. Also die klassischen Themen Wohnen und Klimaschutz, Ausbau der Grünzüge, Grünflächen, Energie, der soziale Zusammenhalt, die S-Bahn-Stammstrecke, der Radverkehr, die Stadt-Umland-Kooperation, weniger alte Gesichter in der Stadtspitze, aha, interessant, ja, Ude geht, ist klar, der hat die Altersgrenze erreicht, der Verkehr, die City-Maut, Partizipation, Sicherheit, Schulbildung, Integration, Visionen, ÖPNV, Arbeit, wenn ich mir das alles anschaue, dann haben wir noch eine Menge zu tun hier in München. Und was können die Münchner Grünen in Zukunft besser machen? Ja, auch da haben wir ganz viele Anregungen mitbekommen, haben wir alle aufgeschrieben, werden wir natürlich auch noch weiter auswerten. Also zum einen wurde natürlich gesagt, dass wir uns auf die klassischen Kernthemen weiter fokussieren sollen, das Thema Klimaschutz voranstellen, ÖPNV, weiter die Partizipation und die Transparenz, die wir eh schon haben, noch weiter ausbauen und nicht nachlassen. Dann die U-Bahn nach Pasing, also was ganz Konkretes wird sich hier gewünscht. Mehr Mut für Visionen und kantiger und eigenständiger Ziele formulieren. Und, das fand ich ja auch ganz sehr interessant, Kreativität zeigen. Und was hatten wir noch Interessantes? Auch ein Weiter-so haben wir auch bekommen. Also wahrscheinlich ist es das, was uns mitgegeben wird, dass wir all diese Themen, die wir noch machen müssen, auch noch mit Elan und Power weiterführen können. Guter Letzt, was Sie uns schon immer sagen wollten? Ja, also da war auch die unterschiedlichsten Sachen mit dabei. Also ein Dankeschön für die OB-Foren, das ist eine ganz spannende und super Idee war. Dann kein Olympia 2022, sehr gut, sehe ich genauso. Kein S-Bahn-Tunnel wurde uns mitgeteilt. Dann, dass wir die Gesundheitspolitik nicht vernachlässigen sollen, sondern da nochmal explizit drauf gucken sollen. Lebendiger und ehrlicher weiterhin sein als die anderen Parteien
Und wenn ich vielleicht mit einem schönen Zitat ende, ist das von einem Mit oder von jemand, der heute hier war: Bin seit dem 29.02. Mitglied und fühle mich hier in der richtigen Partei. Mei, das freut uns natürlich, das freut mich so, dass mir gleich der Zettel runterfällt. An der Stelle natürlich auch noch gesagt, man kann natürlich jederzeit bei uns Mitglied werden. Wir Grüne freuen uns über jeden, der bei uns mit dabei ist. Schaut einfach mal auf unsere Website www.grüne-münchen.de unter Mitglied werden, kommt einfach mal bei uns vorbei. Und die vielen, die heute hier im Raum saßen und die noch kein Mitglied sind, haben sicher sich alle einen Aufnahmeantrag mitgenommen und wir freuen uns, euch dann bald bei uns begrüßen zu dürfen. Und zu guter Letzt, wie geht es jetzt weiter mit der OB-Abstimmung? Da ist es so, die Mitgliederbefragung unserer 1220 Mitglieder beginnt heute. Heute ist die erste Gelegenheit, das Anschreiben zurückzuschicken. Jedes Mitglied hat ein entsprechendes Anschreiben bekommen. Am 24. wird dann ausgezählt. Da fangen wir am Vormittag an und dann gegen Mittag steht fest, wer unsere OB-Kandidatin oder unser OB-Kandidat wird. Also dann bis zum 24. hält die Spannung an. Vielen Dank für die Organisation, für die Einladung und vielen Dank fürs Kommen und fürs Mitmachen und viel Glück für alle. Und danke nochmal an Tatwort.